Herzlich willkommen zu Gedrucktes. Wir haben heute unsere 50. Veranstaltung. Also ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der an... Ja, meldet sich jemand an? Ach so, Prost, ja, kann man auch sagen. Ja, Prost, ja, selbstverständlich. Ob jemand an allen 50 Veranstaltungen teilgenommen hat, das werden wir sicher herausfinden noch. Herzlich willkommen und schönen Dank, dass Sie bei diesem doch etwas nicht so schönen Wetter sich rausgewagt haben. Das ist ja eigentlich das typische Wetter, wo man sich mit einem Buch, zum Beispiel von Raoul Zelig, Vermessung der Utopie oder Multiversum im Multiversum des Kapitals, auf die Couch legt, setzt und es zu Hause liest. Aber wir sind erleichtert, dass es doch trotz dieses wirklich sehr ungemütlichen Wetters wir uns hier treffen können. Ja, wie immer haben wir auch einen Livestream. Ich begrüße also auch alle herzlich, die uns wirklich von zu Hause aus zuschauen, und werde Ihnen erstmal Raoul Zelig versuchen, ein bisschen vorzustellen. Denn wir haben ja heute jemanden, der sich intensiv mit gesellschaftlichen Utopien beschäftigt. Mir geht es jedenfalls so, dass man häufig den Eindruck hat, dass die Utopie etwas aus dem Blickfeld geraten ist. Es sind so viele Alltagsanforderungen, Abwehrkämpfe, praktische Dinge zu erledigen, dass, wenn jemand über Utopie spricht, weiterdenkt, eher vielleicht manchmal als jemand, ja, ich sage jetzt nicht Spinner bezeichnet wird, aber jemand, dem man sagt, du, wir haben jetzt andere Probleme. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber wir reden über die, wie gesagt, Vermessung der Utopie, über das jüngste Buch im Multiversum des Kapitals und wollen aber Raoul erstmal ein bisschen kennenlernen. Er ist politischer Aktivist, darf ich damit anfangen? Ja. Schriftsteller, Übersetzer und Publizist und hat sich sehr stark beschäftigt mit sozialen Bewegungen in Lateinamerika und natürlich auch in Europa. Und immer stellt er sich die Frage, und natürlich uns als sein Publikum, seinen Leserinnen und Lesern, was nach dem Kapitalismus kommt. Und er ist auch Mitglied der Linken und seit kurzem sogar Mitglied im Parteivorstand, also entschlossen durchgestartet. 1968 in München geboren, spricht aber Hochdeutsch, das habe ich in unserem Vorgespräch schon mitbekommen. Stimmt. Obwohl mir Münchner schon gesagt haben, also München ist ja eigentlich nicht Bayern, also von daher ist eigentlich diese Frage vielleicht nicht ganz angebracht, aber ich habe ab und zu in München zu tun, weil ich ja, wie einige wissen, die Linke im Goethe-Institut vertrete und nicht alle in München sprechen Hochdeutsch. So, Politikwissenschaften studiert, Lateinamerika-Wissenschaften studiert, schon viele Stipendien und Auszeichnungen bekommen, war auch mal Professor, hat die Professur zurückgegeben, auch darüber können wir vielleicht sprechen. Aber trotzdem, erzähl uns erstmal noch ein bisschen was über dein Leben und wie du zu deinem Namen gekommen bist, Raoul. Ach, das haben deine Eltern entschieden, das ist klar. Das ist nicht, aber so, es hat ja sicher einen Grund. Nee, das hat nicht keine größere Bedeutung. Zelig ist mein angeheirateter Name, der ist gar nicht mein. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, das war so ein bisschen, ist ja ein türkischer Nachname. Und ich meine, mittlerweile bin ich schon wieder geschieden, schon lange. Aber den Namen habe ich behalten, weil ich fand, Frauen werden immer assimiliert, können sich Männer auch mal assimilieren. Okay, und wie war denn dein vorheriger Name? Der war dann so ganz gewöhnlich wahrscheinlich, Schuster oder Meier oder so? Genau, so ganz gewöhnlich. Okay, und Raoul? Und das hat gar keine weitere Bedeutung. Nee. Ja. Gut. Und wie hast du dich entschieden, Lateinamerikanistik zu studieren? War das jetzt so die Sehnsucht nach der Ferne, Kuba, Sonnenschein, große Hoffnung, Utopie? Ja, also ich bin Ende der 70er wirklich noch fast als Kind, schon noch gar nicht als Jugendlicher, so politisiert worden, weil einfach auch der gesellschaftliche Kontext damals viel politischer war. Und ein Riesenthema war natürlich Lateinamerika. Ende der 70er noch der Putsch in Chile. Das war was man durchaus eben auch als Jugendlicher oder sogar als Kind mitbekommen hat. Und dann ab Anfang der 80er Jahre dann eben vor allen Dingen die Bürgerkriege bzw. die Revolution in Nicaragua und die Bürgerkriege in Mittelamerika, in Salvador und Guatemala. Und ich habe dann eigentlich sehr
früh darauf hingearbeitet, für mich nach Lateinamerika zu gehen. Ich habe dann Mitte der 80er fuhr eine Brigade aus München mit fast 100 Leuten, viele Jugendliche auch. Also wir waren zwar die Jüngsten, wir waren drei unter 18 oder unter 19, aber ja, und das war dann so für mich mein eigentlich auch das erste Mal, ich war vorher auch aktiv gewesen in der Friedensbewegung, also in der Bewegung gegen die Nachrüstung, die NATO-Nachrüstung. Es war ja eine Schülerbewegung auch maßgeblich. Und da, wie gesagt, sind viele dann auch in der Nicaragua- oder Mittelamerika-Solidarität gelandet. Was heißt viele? Einige. Wir waren immer auch eine kleine Minderheit. Aber immerhin gab es Leute auch in einem bürgerlichen Vorort von München, die da sich für interessiert haben. Und dann bin ich eben in Mittelamerika und Lateinamerika wirklich eigentlich dann nochmal richtig politisiert worden und war dann auch zum ersten Mal politisch organisiert in Kolumbien in einer politischen Organisation, die aus dem revolutionären Bauernbewegungen und Gewerkschaften hervorgegangen ist. Und die Brigade war im Prinzip, weil du gesagt hast, eine Brigade vorhin, oder habe ich das falsch verstanden? Genau, eine Baubrigade. Die Brigade war eine Arbeitsbrigade, erstmal genau, so eine Solidaritätsarbeit. Schule haben wir gebaut, das war jetzt 7, 8 Wochen und danach war ich noch ein ganzes Jahr in Lateinamerika unterwegs und darüber kam dann vor allen Dingen meine Verbindung nach Kolumbien. Meine stärkste Verbindung ist ja nach Kolumbien. Und wenn du noch nicht 18 warst, was haben deine Eltern dazu gesagt? Haben die gesagt, kannst du dich nicht in München nützlich machen, mal die Hecke schneiden oder so? Ja, ich glaube, die waren bestimmt, meine Mutter vor allen Dingen bestimmt sehr verzweifelt, aber ich habe 4 ältere Geschwister. Ich denke mal, da hatten die schon jede Hoffnung verloren. Und man darf ja auch nicht vergessen, in den 70er Jahren war ja, oder ich meine, ich bin dann der Nachzügler dieser Familie, aber meine Brüder, der Kontext war, in den 70er Jahren hat man sich die ganze Zeit mit den Eltern oder der älteren Generation angelegt und ja, und vor dem Hintergrund war sowieso klar, also die haben keine Chance. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr es mir jetzt verbietet, gehe ich, wenn ich 18 bin, und dann verliere ich noch ein Schuljahr mehr. Und dann haben sie gesagt, dann gehen wir mit 17. Also du bist dann zurückgekommen und hast Abitur gemacht in Deutschland. Dann, ich habe ein Jahr unterbrochen und dann habe ich das Abitur zu Ende gemacht. Mhm. Und wo hast du denn studiert? Ich wollte dann auch erst in Lateinamerika studieren, aber wollte mein Vater dann nicht. Und da habe ich mich dann irgendwie geschlagen gegeben und dann habe ich in West-Berlin studiert, was auch ganz gut war, weil West-Berlin damals ja noch bundeswehrfreies Terrain war. Ja, genau. Ja, das hat ja viele nach West-Berlin geholt und gezogen und hat ja auch vielen, weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir ist, die Möglichkeit eröffnet, dann auch eine sehr preiswerte Wohnung zu bekommen. Also ich kenne auch jemand, der natürlich inzwischen lange der Studentenzeit entwachsen ist, aber hatte also im Stadtzentrum eine Wohnung riesig zu einem Spottpreis. Das wird sich inzwischen auch ein bisschen geändert haben, aber das waren ja damals noch Traumbedingungen. Ne? Ja, es war auf jeden Fall, Berlin war für uns auch wirklich ein Ort, wo man auf eine andere Art und Weise sich bilden konnte. Ne? Also das Studium war unglaublich frei noch und wir hatten also ganz wenig Pflichtveranstaltungen. Und es war aber nicht so, dass wir nicht studiert hätten. Also in gewisser Weise, glaube ich, haben wir mehr studiert als viele Leute heute, weil wir eigentlich die ganze Zeit über, wir hatten dann eigene Studiengruppen und wir waren dann halt eben auch immer in den Semesterferien, war ich immer unterwegs und zwar immer eben auch entweder als Journalist, also so mit den ersten journalistischen Erfahrungen unterwegs oder eben als politischer Aktivist unterwegs. Und das ist natürlich, wenn man Politikwissenschaften studiert, vielleicht sowieso viel wertvoller, dass man eben tatsächlich soziale Prozesse kennenlernt. Ne? Und von West-Berlin aus gab es dann auch mal so einen kleinen Wochenendtrip oder kleine Stadtrundfahrt im Osten? Ja, oder war es eher uninteressant? Nee, also ich bin angekommen, ich bin ja erst im Sommer 89 dann. Ich bin dann nach der Schule nochmal. Wenn du 68 geboren genau, bist, ich bin nach der Schule nochmal ein Jahr dann in Kolumbien gewesen, habe dann im Flüchtlingslager gearbeitet und bin dann eben just hierher gekommen, als eben die Demonstration losging. Wir sind dann auch als Westlink ein paar Mal nach Ostberlin gefahren und haben Vereinigte Linke zum Beispiel kennengelernt. Also, aber so wirklich, das waren sehr rudimentäre Kontakte und das ging ja dann auch wahnsinnig schnell, dass eigentlich diese in der linken Opposition der DDR abgewickelt worden ist. Also das war schon interessant, aber schon auch ein bisschen bedrückend für mich. Also die Erfahrungen mit der DDR waren sofort auch immer mit der Ordnungsmacht verbunden. Also ich bin jetzt kein Nostalgiker der DDR.
Aber natürlich die Abwicklung der DDR fand ich auch gruselig. Und da haben wir dann, ab 1990 haben wir dann viel auch zu tun gehabt mit den jüngeren, wir waren ja alle erst Anfang 20, mit den jüngeren Ostgruppen. Ein paar Leute kenne ich auch immer noch. André Holm zum Beispiel kenne ich aus der Zeit. Okay. André Holm, Stadtsoziologe, ist ja wahrscheinlich hier auch dem einen oder anderen bekannt und hat ja auch viel über Mietergerechtigkeit, Verdrängungsprozesse und so weiter geschrieben, auch regelmäßig, falls jemand von Ihnen das ND lesen sollte, das Neue Deutschland. Wird gelacht. Machen wir, wird gesagt. Machen wir, sehr gut, freuen wir uns. Da schreibt er ja auch öfter mal Artikel und dadurch ist er auch bekannt. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück nach Lateinamerika. Viele von uns haben ja mit großer Hoffnung, jetzt mal Kuba ist ein Sonderfall, den nehmen wir mal raus, darauf können wir ja noch zu sprechen kommen. Raul, ne? Das muss ja was. Aber wie gesagt, deine Eltern haben sich nichts beigedacht, sagst du. Oder sie haben es dir nicht verraten. Oder du willst es uns jetzt nicht sagen. Nee, es hat keine größere Bedeutung. Es hat keine größere Bedeutung. Also Kuba ist ja ein Sonderfall, darüber können wir nochmal sprechen. Aber wir hatten ja vor 10 Jahren vielleicht so Lateinamerika. Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts wird sich in Lateinamerika entwickeln. Und wenn wir uns jetzt so die einzelnen Länder anschauen, ist es ja doch nicht so, dass sich diese große Hoffnung so erfüllt hat. Aber kommen wir nochmal zu Kolumbien zurück. Du hast ja zuerst dich mit Kolumbien beschäftigt oder hattest dort gelebt. Ist für die meisten von uns ja ganz weit weg, aber es kam ja jetzt doch wieder mehr auch in das Interesse, weil es einen Friedensvertrag gab und der Friedensvertrag wurde in einem Referendum abgelehnt. Das ist etwas, was wahrscheinlich alle sehr, die Kolumbien nicht so genau kennen, sehr verwundert hat. Kannst du uns das irgendwie erklären? Naja, also zunächst mal muss man vielleicht erklären, dass Kolumbien wahrscheinlich das Land in Lateinamerika ist, mit den stärksten revolutionären Bewegungen in den letzten 5 Jahrzehnten, aber auch gleichzeitig oder mit der heftigsten Auseinandersetzung. Also die Geschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich durchzogen von Massakern, von Verbrechen gegen die Gewerkschaften, gegen soziale Bewegungen, gegen indigenen Organisationen, Bauernorganisationen. Es gab mehrere Bürgerkriege, dann gab es die Guerilla-Bewegung, es gab eben nicht nur die FARC als kommunistische Guerilla, sondern als ich da Ende der 80er Jahre auf dem Land gearbeitet habe, gab es noch sowas wie 8 bis 10 verschiedene Guerilla-Gruppen mit den dazugehörigen Parteien und Massenorganisationen teilweise. Und das war wahnsinnig, also es gab Zonen im Land, wo man wirklich den Eindruck hatte, es ist ein Riesenland, hier wird gerade Geschichte geschrieben. Und das ist ab Ende der 80er Jahre unglaublich brutal niedergeschlagen worden. Also man spricht hier immer über die Linkspartei Union Patriotica, die 4000 Leute umgebracht worden sind. Aber es sind eigentlich alle Organisationen betroffen gewesen, Gewerkschaften, also sozialen Bewegungen. Das ist also, ab da wird auch dann maßgeblich in den 90er Jahren mit Hilfe der USA und Europas wirklich eine massive militärische Aufrüstung betrieben. Das ist eine Aufstandsbekämpfungsstrategie. Genau deswegen habe ich so weit ausgeholt, weil es eben so starke revolutionäre Bewegungen gab. Man hat die unglaublich brutal angegriffen. Und gleichzeitig hat man dann eben aber auch eine politische Rechte versucht aufzubauen. Das war so Teil eigentlich dieser Aufstandsbekämpfung, eine neue politische Rechte aufzubauen, die Medien auf Linie zu bringen gegen die Linke. Und das hat dann in den 2000er Jahren unter Álvaro Uribe, unter dem Präsidenten, eben auch, ist das eigentlich hegemonial geworden in der politischen Öffentlichkeit. Einher mit paramilitärischen Gruppen, mit also wirklich Todesschwadronen, die ganze Landstriche kontrolliert haben, aber dann eben auch mit dem Präsidenten, der maßgeblich auch in den USA eigentlich aufgebaut worden ist, der wirklich so einen faschistoiden Diskurs eigentlich durchgesetzt hat. Und das ist jetzt einfach das Problem gewesen. Also die Öffentlichkeit ist so aufgeheizt durch 30 oder 40 Jahre Guerilla-Bekämpfung, durch Antikommunismus, dass es eben wirklich auch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung gibt, der eben
alle sozialen Probleme militärisch lösen will. Was man jetzt aber auch sagen muss, es hat mir auch nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung eigentlich gewählt. Ich glaube, der Wahlbeteiligung, ich habe es schon wieder vergessen, ich glaube, er lag bei 38%, also unter 40% auf jeden Fall. Und das war eben Ausdruck davon, dass die Leute sich nicht mehr vertreten gefühlt haben von dem, was da verhandelt worden ist, was auch eben daran liegt, die FARC haben sich irgendwann dann sehr stark nur noch als Armee begriffen, haben sich verabschiedet sozusagen aus der, verabschieden müssen von der Unterschicht und der Regierung sowieso. Und insofern war dann einfach die Wahlbeteiligung unglaublich niedrig und die Leute, die wählen gegangen sind, da gab es eben sehr viele Rechte, die gegen dieses Abkommen waren. Gibt es denn so generell jetzt ein Rollback in Lateinamerika? Wie schätzt du das ein? Ja, das kann man auch nicht so einfach sagen. Also das, ich bin ja sozusagen in Kolumbien gelandet, weil das das Land war, wo mir die Hoffnung am größten zu sein schien und wo die Bewegungen stark waren. Und dann aber, wo es sich Dinge entwickelt haben, waren dann ausgerechnet die Länder, wo man überhaupt nicht mehr mitgerechnet hat. Also Venezuela, Bolivien, Ecuador galten als Länder, wo die Linke eigentlich... Da, mit der war es vorbei gewesen. Und genau da entstanden dann Ende der 1990er Jahre wieder neue starke Bewegungen. Also insofern muss man sowieso davon ausgehen, also dass es oft so eine plebejische Unruhe gibt, die gar nicht so viel damit zu tun hat, ob eine Linke stark ist. Und es ist natürlich jetzt so, es gibt ein Rollback, natürlich auch, weil diese Regierungsprojekte auch nicht so überzeugend sind. Ich bin sowieso ja auch ein bisschen skeptisch, was Veränderung der Gesellschaft durch die eine Regierung angeht. Darauf kommen wir dann noch genauer zu sprechen. Also ich glaube, dass es immer um soziale Kämpfe geht und das muss von unten aufgebaut werden. Alles muss von unten eigentlich geschaffen werden. Und das, glaube ich, ist die Frage, dass es also jetzt in Lateinamerika die Regierungen abgewählt werden, muss nicht unbedingt bedeuten, dass die sozialen Bewegungen damit auch kaputt gehen, sondern es kann gerade im Gegenteil auch wieder dazu führen, dass so Prozesse in der Gesellschaft wieder stärker werden oder nicht unbedingt deswegen stärker werden, aber das Entscheidende ist eben, ob diese gesellschaftlichen Prozesse weitergehen. Und da bin ich nach wie vor guter Dinge. Es gibt schon in Lateinamerika auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder so einen interessanten Bodensatz, wo sich Dinge entwickelt haben. Also für Depressionen, wir können uns sowieso keine Depressionen leisten als Linke, also von daher mehr das mit auch im Neugier. November nicht, kein November-Blues. Auf keinen Fall. Ja, aber wenn man mal so die einzelnen Länder durchgeht, ich fange jetzt einfach mal mit Brasilien an. Wie würdest du das bezeichnen, was da passiert, die Absetzung von Dilma Rousseff? War natürlich ein technischer Putsch, also hat er schon, also es ist ein oligarchischer Staatsstreich, aber ein bisschen muss man die PT auch für, also die Arbeiterpartei, die brasilianische Arbeiterpartei auch für verantwortlich machen, weil es sind genau die Leute, mit denen sie immer paktiert hat. Also die Bewegungslinke hat immer gesagt, wie könnt ihr so verrückt sein und versuchen, mit den alten Oligarchen hier das Land reformieren zu wollen. Das haben die Landlosenbewegungen und die Basisgewerkschaften haben ihnen das immer gesagt. Die PT hat immer gesagt, naja, wir kriegen nur so parlamentarische Mehrheiten zustande, wir müssen mit den Leuten paktieren und haben dafür eben ganz viele wesentliche Inhalte preisgegeben, was ja sogar so weit ging, dass sie zum Beispiel Amazonas freigegeben haben zum Abholzen, um da die Stimmen von Oligarchen im Parlament zu kaufen mit. Und also, oder über Petrobras, das Ölunternehmen. Das sind natürlich ganz viele taktische Zugeständnisse, die da machen mussten. Kann man auch verstehen, wenn man in so einer Regierungslogik drinsteckt. Aber ich glaube, das ist dann eben klar, sobald die können, schlagen die zurück. Und deswegen würde ich eben sagen, alles muss, jede Gegenmacht, eine linke Gegenmacht kann es nur geben, wenn die Leute organisiert und bewusst sind. Und deswegen ist der Organisierungsprozess von unten immer wichtiger als die Regierungsmehrheit. Die Regierungsmehrheit kann ein Ausdruck sein von der Gegenmacht in der Gesellschaft, aber wir müssen wieder so wie die alte Linke, die alte Arbeiterlinke begreifen, es geht um gesellschaftliche Gegenmacht. Na, welche Alternative hätte denn Dilma Rousseff gehabt? Ja, dann im Moment natürlich keine mehr. Und ich bin natürlich auch dafür, natürlich hat man sie in Brasilien oder auch hier verteidigen müssen, natürlich wäre ich in Brasilien auch auf die Straße gegangen, hätte gegen den Staatsstreich demonstriert und natürlich muss man jetzt alles tun, um diese neue Regierung und wieder unter Druck zu setzen, zu bekämpfen. Es gibt am 11. November einen Generalstreik in Brasilien. Ich glaube, am 11. November haben die Gewerkschaften aufgehoben. Und auch in den anderen Ländern, Argentinien, ist so schon eine erste Protestwelle jetzt gewesen. Da sind ja auch ganz viele neoliberale Reformen, seitdem die Kirchner Regierung abgewählt ist. Und da gab es schon eine große Protestwelle und daran muss man ansetzen. Dann hast du dich ja auch intensiv mit Venezuela beschäftigt. Und da hatte ja die Linke das so als Leitbild gesehen, auch von Europa aus. Sind ja auch unheimlich viele
von unseren Leuten aber hingefahren und haben gesagt, ja, das ist es, wie es sich jetzt entwickelt. Und Hugo Chavez ist ja gestorben, das wie wir wissen. Und du hast ihn aber kritisiert, dass er sich die Mehrheiten gesichert hat, indem er die Bodenschätze weiter ausbeutete. Was hätte er denn deiner Meinung nach machen sollen? Nee, also so platt habe ich es, glaube ich, nicht gesagt, aber... Es ist zugespitzt, das ist ja, nicht platt. Ja. Also gut, so zugespitzt hätte ich es nicht gesagt. Nee, also ich meine, vielleicht muss man auch da nochmal, darf ich da auch nochmal einen Schritt zurück, also ich kenne Venezuela seit 85. Für mich war das immer das Ein- und Ausreiseland nach Kolumbien. Es war immer ganz interessant, weil Kolumbien war immer Bürgerkrieg, wenn man über die Grenze kam, war ich immer wahnsinnig erleichtert. Also so, weil man halt raus war aus dem Bürgerkrieg, aber auf der anderen Seite war es unglaublich entpolitisiert. Man dachte immer, die Venezolaner, die wollen alle sein wie die Amerikaner. Und selbst als Chavez gewählt worden, dann kam ja 89 der Caracaso, dieser Hungeraufstand, wo alle Leute sich gewundert haben, woher kommt der denn jetzt? Da spielte die Linke nämlich gar keine Rolle. Und in den 90er Jahren war dann praktisch 10 Jahre lang Venezuela unregierbar. Es gab nie stabile Mehrheiten. Am Schluss waren die beiden großen Parteien, Sozial- und Christdemokraten, so verzweifelt, dass sie eine Schönheitskönigin als Kandidatin aufgestellt haben. Also sie haben sich verbinden müssen und eine Schönheitskönigin aufstellen müssen, um überhaupt noch Stimmen zu bekommen. Und in dem Kontext wird Chavez, gewinnt er die Wahlen. Und ich war 2000, also schon 1,5 Jahre später in Venezuela. Ich war in erster Linie wegen Kolumbien mehrmals in Venezuela. Da waren nämlich Friedensgespräche in Venezuela. Und damals haben die Leute, die wenigen Linken, es gab gar nicht so viele Linke in Venezuela, die man kannte, gesagt, Chavez ist kein Linker. Also die Leute, sondern? Ja, weil Militär. Man hat den so auf dem Schirm gehabt, naja, das ist halt ein nationalistischer Militär, der ist ganz gut, weil er gegen die USA eine eigene Politik durchsetzen will, aber sonst, was der will, ist nicht so richtig klar. Und das fing erst an 2001, dass das also meine Bekannten dann oder meine Freunde in Venezuela deutlicher gesagt haben, das ist eben der Chavismus doch das Projekt. Und 2003 war ich dann unmittelbar nach diesen beiden Umsturzversuchen, ein halbes Jahr oder 7 Monate in Venezuela. Und da war es dann wirklich so, dass es losging überall spürbar war mit dieser Basisorganisierung in den armen Vierteln. Und also insofern ist der Chavismus gar nicht unbedingt so sehr als linkes Projekt so aufgebaut worden von irgendwelchen Leuten, die sich das klug durchdacht haben, obwohl Chavez, wo man das nachher gesehen hat, natürlich schon früh auch Sachen gesagt hat, wo man eben eine linke Identität erkennen konnte. Aber am Anfang, wie gesagt, war das nicht unbedingt so ein Projekt. Und es wurde so ein Projekt, weil es soziale Kämpfe gab. Und die sozialen Kämpfe und gerade auch die Auseinandersetzung mit der Rechten, die ja den Putsch zweimal gemacht hat, 2002, hat dann dazu geführt, dass es eben eine neue Hegemonie sich in der Gesellschaft rausbildet und dann auch so eine Konfrontation. Man hat Chavez ja immer kritisiert, dass er die Konflikte so polarisiert hat. Ich fand eigentlich, dass das ganz gut war, weil die Konflikte waren eh polarisiert. Also die Hälfte der Bevölkerung von Venezuela spielte keine Rolle und plötzlich spielte sie eine Rolle. Die waren plötzlich Bürger, konnten plötzlich mitreden. Und ich finde, haben sie ganz viel richtig gemacht. Sie haben ganz viel eben dafür gesorgt, dass der Reichtum des Landes auch wieder dem Land zur Verfügung steht. Ja, also man sagt immer, es ist ja leicht mit Erdöl, kann ja jeder Sozialpolitik machen. Da muss man erstmal dahin kommen, dass man die Einkommen aus dem Erdöl wieder zur Verfügung hat. Deswegen haben sie nämlich versucht zu stürzen. Also das ist so, wie wenn hier in Deutschland die Leute eine sozialdemokratische Regierung durchsetzen würde, dass es wieder Spitzensteuersätze gibt und Vermögensteuer. Das ist, was Chavez eigentlich erkämpft hat. Und er hat also wirklich viel gemacht für eine Inklusion, für eine Teilhabe der Unterschichten, auch eine politische Teilhabe, eine soziale Teilhabe. Aber es hat eben dann kein Umsteuern gegeben in dem Entwicklungsmodell. Also man hat eigentlich, das ist ja das koloniale Entwicklungsmodell, das Entwicklungsmodell des Kolonialismus, dass die Länder nur dazu da sind, um ihre Bodenschätze auszubeuten. Und was es eben geben müsste, ist eine produktive Kultur. Venezuela exportiert ja praktisch alle Lebensmittel. Das ist ja absurd. Ne? Und das liegt aber eben, und das war ja die eigentliche Frage, ich habe sie nicht vergessen, die eigentliche Frage war ja, was hätte er anders machen können? Das ist natürlich, wenn es gar nicht irgendwie so ein bewusster Organisationsprozess in der Bevölkerung ist, wo die Leute sagen, wir wollen die Gesellschaft grundlegend verändern, sondern eher so ein Prozess, wo vieles auch zufällig war, dann ist eben auch tatsächlich so, dass die Leute wollten Teilhabe, sie wollten am Reichtum teilhaben, sie wollten an der Politik mehr mitreden können, aber sie wollten nicht unbedingt übergehen zu einer nicht kapitalistischen
Arbeits- oder Produktionsweise. Und das ist genau dann eben auch die Grenze. Ja, die Grenze ist jetzt erreicht, die Ölpreise sind niedrig und jetzt kollabiert eben dieses ökonomische Modell. Und im Nachhinein kann man sagen, ja, also das müsste man eigentlich immer noch machen. Das Problem ist natürlich nur, wenn man diese Dinge anfangen würde umzusetzen, dann würde man eben auch einen wichtigen Teil derjenigen verlieren, die einen bisher unterstützt haben. Und ein Punkt ist ja besonders dramatisch, die Korruption, die ist ja wirklich in Venezuela exorbitant, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und war auch schon unter Chavez so, das ist jetzt nicht nur ein Problem von Maduro, sondern war auch unter Chavez so. Und Chavez hat das auch gewusst, aber er hat es auch dulden müssen, weil das natürlich auch eine Garantie war, um Leute bei der Stange zu halten. Es gab den Witz in Venezuela, der ganz gut ist, um das zu veranschaulichen. Der hieß, wenn der Botschafter, der US-Botschafter kommt und Militärs einkaufen will und sagen, ihnen einen Geldkoffer anbietet, damit sie einen Putsch machen, und der sagt, hier sind 1 Million drin, die kriegt ihr, wenn ihr einen Putsch macht, dann haben die Militärs den Botschafter ausgelacht, weil sie gesagt haben, 1 Million machen wir am Tag. Also der Witz ist natürlich boshaft, weil er so unterstellt, dass die Militärs generell so korrupt gewesen wären, aber ein Teil ist eben auch wahr daran, ein Teil der Staatsbürokratie und der Militärs sind darüber eingekauft worden, dass sie eben im Chavismus sich persönlich bereichern durften. Und das ist genau die Grenze, die man jetzt eben auch sieht, der Staatsapparat ist ziemlich kaputt. Aber wie man das auflösen kann, ich weiß es nicht. Nur wenn es soziale Kämpfe gibt, die sozusagen auch im Staat dann Veränderungen erzwingen, lassen sich die Dinge verändern. Also es ist, glaube ich, nicht so leicht, dass man mit einer guten Regierungskonzept oder mit einem guten Ministerpräsidenten sowas ändert. Ich glaube nicht an die normative Geschichte. Ich glaube, die Geschichte wird immer erzwungen von unten. Ja. Bevor wir uns langsam Europa nähern, noch ein Wort zu Chile. Ich war im Frühjahr mit einer Delegation vom Bundestag in Chile und wir haben auch die Präsidentin getroffen. Das war ganz nett, weil ich bei aller Gelegenheit gesagt habe, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Frau Bachelet und mir. Wir haben beide an der Humboldt-Universität studiert und dann fühlten sich natürlich die Diplomaten in ihrer Ehre herausgefordert, das zu Treffen zu organisieren, was dann auch stattfand. Ich wusste ja vielleicht nur einen Fototermin. Und dann hat sie aber eine Stunde mit uns diskutiert. Und wir haben dort auch die Gesundheitsministerin getroffen und die haben uns also sowohl die Präsidentin als auch die Gesundheitsministerin erzählt, also wie sie quasi mit den Privatisierungs- und rechten Gegenkräften kämpfen müssen. Und dann haben wir auch in weiteren Gesprächen, insbesondere mit der Gesundheitsministerin, die erzählte dann, dass aus ihrer Sicht in keinem Land der Stress so hoch wäre wie in Chile, weil die Leute alle so kämpfen müssen, um ihren sozialen Status zu erhalten und nicht völlig durchzufallen. Chile ist ja ein Land, zu dem viele von uns eigentlich auch eine sehr emotionale Beziehung haben. Viele Chilenen sind ja auch nach Deutschland emigriert, also in die DDR damals und auch in die Bundesrepublik. Welche Beziehung hast du zu Chile und wie ist dein Blick auf die jetzige Situation? Also ich kenne Chile eigentlich relativ wenig. Für mich war es sehr wichtig, eben in der Politisierung, gab ja auch viele chilenische Exilierte. Ja. Und meine Frau ist Tochter eines chilenischen Exilanten, aber die hat Chile auch erst vor 4 Jahren oder 5 Jahren kennengelernt. Also wir haben sozusagen so eine virtuelle Beziehung zu Chile, dass das so für uns der Referenzpunkt war, wie alle Politisierung anfing. Mhm. Aber kennengelernt haben wir uns über Kolumbien. Und wir waren dann einmal zusammen in Chile und unser Eindruck war auch, also dass eigentlich der Neoliberalismus sich wirklich wahnsinnig brutal durch die Gesellschaft gefräst hat. Eigentlich noch krasser als man es aus Europa kennt. Und auch eigentlich krasser, als man das so aus den USA, so wenig die USA kennt. Also es ist wirklich in Chile sehr, sehr, zumindest das, was wir gesehen haben, das Wenige, was wir kennen, sehr, sehr, dass Leute um ihren Status, um ihr soziales und ökonomisches Überleben kämpfen müssen. Und da ist wirklich eine Gesellschaft komplett umgekrempelt worden. Da stimmt es auch ein bisschen, was Naomi Klein über die Schocktherapie sagt, ne, dass man also mit unglaublicher Gewalt sozusagen den Neoliberalismus auch auf in so einer, ja, wie, fast so wie so ein massenpsychisches Phänomen dadurch gesetzt hat. Und das, also Chile ist
schon wirklich auch traurig, wenn, gerade für die Leute, die das noch, die anderen Sachen, die anderen Bilder noch im Kopf haben. Ne? Also die Leute, wir haben viele Exilierte, die auch deswegen bis heute nicht zurückgegangen sind, weil sie sagen, das würden sie nicht ertragen. Ne? Oder die einmal kurz gefahren sind und seitdem es vermeiden. Ne? Also unser Thema von der Delegation, von der ich gerade sprach, war das Hauptthema Gesundheitssystem. Und da hat man uns eben auch erzählt, wie stark also dieses private System sich immer mehr durchsetzt. Aber im Unterschied zu Deutschland ist auch in diesem privaten Gesundheitssystem jederzeit eine Kündigung möglich. Ne? Also das ist ja doch nochmal viel krasser, als es hier überhaupt möglich ist. Ja, aber wir wollen ja uns nähern, Europa. Es gab vor 2, 3, 4 Jahren inzwischen ja riesige Hoffnungen in Bezug auf Griechenland, Syriza und Podemos, Spanien. Und auch hier gibt es in beiden Fällen sowas wie ja, Ernüchterung, wenn man das so formulieren darf. Wie schätzen wir denn die Situation ein? Also fangen wir mal mit Podemos an. Nicht, dass der Eindruck jetzt entsteht, ich würde hier so das Länderhopping. Nee, aber nee. Wir arbeiten uns von Lateinamerika. Genau. Wir kommen auch noch auf Berlin, also versprochen. Also Griechenland kann ich nicht viel sagen, da war ich in meinem Leben erst ein einziges Mal. Aber Spanien kenne ich tatsächlich auch gut, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr immer arbeiten gehe auf dem Bauernhof. Den Sommer verbringe ich immer als Berghirte. Mhm. Klingt kitschig, ist aber wunderschön. Früher haben wir Viehzucht, also Rinder gehabt, meine Freunde, und jetzt eine Käserei, Schafe. Genau. Und deswegen habe ich da also auch so ein bisschen das mitverfolgt, was war am Anfang also sehr begeistert, vor allen Dingen von der, noch vor Podemos, von der Bewegung der Platzbesetzung und den ganzen neuen sozialen Bewegungen, die entstanden sind. Naja, und jetzt die letzten 2 Jahre sind mich, ja, ich weiß nicht, ernüchternd. Also ernüchternd deshalb, weil ich glaube, die Linke macht immer wieder den gleichen Fehler, dass sie glaubt, Abkürzungen nehmen zu können. Und man immer das, was so einem medial so vorgegaukelt wird, dass wir nämlich in einer freien Welt leben, in der Entscheidungen gewählt werden, wo ja eigentlich alle wissen, dass das nicht so richtig stimmen kann, weil wir alle wissen, dass jemand, der ein Millionenerbe ist, viel mehr Möglichkeiten der politischen Mitsprache hat oder dass Regierungen, wir haben uns vorhin unterhalten, man wird gewählt, eine Regierung ist im Amt, dann hat sie aber den Verwaltungsapparat nicht zur Verfügung, die anderen haben den Verwaltungsapparat zur Verfügung, die Medienkonzerne gegen einen. Also daran sieht man ja, dass diese ganze Regierungsmacht eigentlich ständig überbewertet wird, ja, dass die eigentlich gar nicht so zentral sein kann, um Dinge zu verändern. Und das war eben, glaube ich, das Problem bei Syriza und vor allen Dingen dann, oder bei Podemos und bei Syriza, dass es eben eine sehr schnelle Anpassung auf so traditionelle Wege der Politik gab. Und es ging eigentlich davon aus, dass man gesagt hat, wir brauchen einen sozialen Aufbruch, einen gesellschaftlichen Aufbruch, wir wollen die Dinge, zunächst hat man auf der Straße die Dinge in Frage gestellt und dann hat man gesagt, naja, wir kommen jetzt nicht mehr richtig weiter, also müssen wir auch versuchen, in den Institutionen präsent zu sein. Bis dahin bin ich völlig einverstanden damit, deswegen bin ich auch in der Linkspartei, weil ich eben glaube, es muss auf allen Feldern gerungen werden. Wenn man Macht gegen Macht sein will, muss man auf allen Feldern aktiv sein. Das bedeutet natürlich auch, politisch-institutionelle Feld spielt eine Rolle. Aber es ist eben nicht das Zentrale. Das Problem bei Podemos war, die haben ganz schnell darauf gesetzt, die Wahlen um jeden Preis gewinnen zu wollen. Dann ganz klassisch eigentlich dann die Partei aufgebaut. Und wenn ich sage klassisch, dann eigentlich auch interessanterweise, obwohl sie so einen super demokratischen Diskurs haben. Und man kann ja auch tatsächlich alle Entscheidungen der Partei im Internet mitbestimmen, also richtig eine Plattform, eine Online-Plattform, auf der man alle wesentlichen Fragen entscheiden kann. Das finde ich sehr gut. Aber interessanterweise, der Führungsapparat selber ist ganz autoritär geführt und da habe ich dann die Linke auch wieder geschätzt. In der Linken ist es ja so, dass wir wirklich unterschiedlichste Strömungen im Parteivorstand vertreten haben und das ist nicht immer einfach, aber zumindest plural. Und bei Podemos war es dann so, die haben für ein Modell optiert, dass die Strömung, die die Wahl gewonnen hat, alle 65 Vorstandsposten mit eigenen Leuten besetzen konnte. Das heißt also praktisch eine Strömung besetzt jetzt den gesamten, die letzten 1,5 Jahre besetzt die ganze Podemos-Führung. Und das ist natürlich... Also zum Beispiel in der Linken der FDS oder so. Genau, ja. Und das ist natürlich, sowas ist natürlich dann der Tod von so einer pluralen Bewegung und von einer offenen Debatte, ne?
Genau, aber ich glaube, das ist nicht abgeschlossen. In Spanien wird es interessant bleiben, und zwar gar nicht, weil eben auch verschiedene Dinge zusammenkommen. Es gibt die katalanische Unabhängigkeitsbewegung, die die Gesellschaft interessanterweise, was man gar nicht erwarten würde, hat die Gesellschaft auch nach links verrückt. Ist auch eher eine demokratische Bewegung mit sozialen Forderungen. Nicht wirklich links, aber hat einige progressive Aspekte. Und dann gibt es eben auch wieder neue soziale Bewegungen, und Podemos versucht sich gerade auch nochmal die eigene Position neu auszuhandeln. Und deswegen ist in Spanien die Situation, glaube ich, noch ein bisschen offener. In Griechenland ist sie tatsächlich sehr deprimierend, weil ich habe jetzt gerade letzte Woche Leute von den Antiprivatisierungskomitees interviewt hier, die auf einer Rundreise in Deutschland waren. Und die also auch nochmal gesagt haben, also für sie ist die Situation eigentlich noch schlechter als vor der Wahl von Syriza, weil das Programm geht weiter, aber die Hoffnung ist weg. Also vorher hatte man das Gefühl, man hat einen Verbündeten, und mit Syriza hat man auch eine eigene Stimme. Und jetzt macht sich Syriza zur Stimme der Troika, natürlich gezwungenermaßen. Also ist jetzt gar nicht eine Verratsfrage von Einzelpersonen, aber es ist einfach, die Situation ist dadurch verheerend, weil man eine Bewegung darüber in die Depression stürzt. Ne? Die kommenden 3 Tage, also Donnerstag, Freitag, Sonntag, wird es in Griechenland eine Konferenz geben, der deutsch-parlamentarischen Versammlung. Und da soll es vor allen Dingen auch um Kommunalpolitik geben. Ich werde da hinfahren. Da geht es natürlich auch um die Frage der Flüchtlinge, ja, in diesem Thema, vor allen Dingen in Griechenland, später ja erst bei uns. Aber da ist natürlich genau die gleiche Frage: Welche Chance hätte denn Syriza gehabt, sich anders zu verhalten, aus deiner Sicht? Naja, also wie gesagt, ich bin jetzt überhaupt nicht, dass ich da eine geschlossene Meinung zu haben will. Ich kann kein Griechisch lesen, ich spreche kein Griechisch. Von daher, aber was mir die Freundinnen und Freunde zum Beispiel letzte Woche gesagt haben, auch bei dem Interview, ist, Syriza hätte, als sie sich nicht durchsetzen konnten gegenüber der Troika, sagen müssen, ihr habt einen Putsch gemacht. Er sagt der Syriza selber, es war ein Troika-Putsch. Ihr habt einen Putsch gemacht, jetzt müsst ihr den Putsch auch selber verwalten. Dann soll die europäische Technokratie gucken, mit welchem für Personal sie Griechenland, und dann wirklich auch als Besatzungsmacht auftreten. Aber warum soll man die Legitimation für eine Besatzungsmacht sein, darstellen? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, wenn man keine Spielräume hat. Und man muss sich das wirklich vorstellen, dieser Privatisierungsfonds, es gibt so einen Superfonds für Privatisierung, der ist komplett außerhalb der griechischen Souveränität. Also der wird benannt direkt vom europäischen Stabilitätsmechanismus. Der verfügt über das ganze griechische öffentliche Eigentum, Wasser. Und dabei ist es illegal, nach der griechischen Verfassung Wasser zu privatisieren. Da gibt es ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs. Aber Griechenland ist gezwungen worden von Europa, den Mitgliedern dieser Superfonds Straffreiheit zu garantieren. Und insofern ist eigentlich völlig klar, das ist ein Protektorat der EU. Und wenn man putscht und eine Diktatur richtet, dann soll die Diktatur gefälligst auch als Diktatur auftreten und nicht so tun, wie als ob sie eine demokratische Regierung hätte. Und dann wäre Syriza möglicherweise auch in einer anderen Lage, oder die Bewegung in einer anderen Lage, um dagegen gesellschaftlichen Widerstand zu organisieren. Ne? Weil dann würde man weiterhin auf der Straße sein können. Aber wie gesagt, das ist das, was so ein bisschen, was man mir erzählt hat. Und wie gesagt, ich mische mich immer in Lateinamerika und Spanien viel ein, weil ich das Gefühl habe, ich kenne mich da aus und ich lese die Zeitungen und ich debattiere viel. Das ist in Griechenland überhaupt nicht der Fall. Also deswegen ist das jetzt dahingesagt. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass man da so eine Verratsdebatte drum führt, aber ich glaube, worauf man schon insistieren könnte, ist mehr aus gesellschaftlicher Perspektive denken und weniger aus Regierungsperspektive. Da sind wir ja beim Stichwort. Kann man es so sagen, dass du Gegner von linken Regierungsbündnissen bist? Also nein, so platt. Zugespitzt? Nee, eigentlich, ja, zugespitzt, Entschuldigung. Tut mir leid. Nee, also zugespitzt hoffentlich nicht, weil ich natürlich auch anerkenne, dass es manchmal Dinge in Bewegung setzen kann. Das war ja so für mich auch in Lateinamerika in den letzten 15 Jahren eine entscheidende Beobachtung. Also ich war davon überzeugt, dass der parlamentarische Weg offensichtlich zu gar nichts gut ist, weil wenn er wirkt, also er bringt immer nur Enttäuschung, und wenn er mal jemanden ins Amt bringt, der wirklich was will, wie zum Beispiel Salvador Allende, dann wird er umgebracht. Das war ja so ein bisschen der Hintergrund, warum wir so überzeugt waren,
das ist eigentlich ein Betrug. Ja? Und dann haben wir aber gesehen in Venezuela, man kann über Wahlen tatsächlich auch Dinge in Bewegung bringen, allerdings Voraussetzung dafür, es war ja keine klassische Reformpolitik, was Chavez gemacht hat, sondern der hat als erstes einen verfassunggebenden Prozess eingeleitet. Und es war eigentlich also ein Aufbrechen. Also er hat sozusagen das ganze Feld, institutionelle Feld, neu verhandeln lassen oder die Gesellschaft hat es neu verhandelt. Und dann waren plötzlich auch wieder Reformen möglich, also eine Verbindung von Bruch und Transformation. Und wenn man sowas auf sowas abzielt, dann könnten, also wenn Regierungen so entschlossen sind, die sie auch bereit sind, so einen Bruch mit den alten Institutionen einzugehen, dann könnte das schon auch interessant sein. Und das ist, also insofern kann man die Frage nicht so schwarz-weiß beantworten. Aber ich glaube, deswegen insistiere ich immer so darauf, den Perspektivwechsel ist wichtig. Der Perspektivwechsel bedeutet, wenn man Dinge aus der Perspektive der Gesellschaft denkt, dann ist nicht entscheidend, wer regiert, sondern ob Dinge durchgesetzt werden, die uns, den Leuten von unten, was nutzen. Und das ist ja eine Erfahrung, dass zum Beispiel Sozialversicherungen in Deutschland eingeführt worden sind unter Rechtsregierungen. Warum? Weil die den revolutionären Druck rausnehmen wollten, ne? Im 19. Jahrhundert, aber auch in der Nachkriegszeit. Also es gibt soziale Reformen. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist ja eigentlich ein deutlich besseres Modell als das, was vorher war oder was sie jetzt haben wollen. Das ist durchgesetzt worden durch gesellschaftlichen Druck. Die Regierung ist dann oft offensichtlich gar nicht so wesentlich. Und deswegen müssen wir aus Perspektive der Gesellschaft denken. Wir müssen aus Perspektive der Gegenmacht oder der gesellschaftlichen Macht denken, der Organisierung und des Bewusstseins der vielen, weil das sind leider die einzigen Mittel, die wir haben. Wir haben eben nicht die Medienkonzerne, wir haben leider eben nicht die großen Institutionen, die seit 150 Jahren sich so reproduzieren. Wir müssen eigentlich alles von unten aufbauen, durch unsere Organisierung, durch unsere Aktivitäten, durch unsere Konflikte, durch unsere Streiks, durch unsere Nachbarschaftsorganisationen und so weiter. Und wenn aus so einer Perspektive eben gesellschaftliche Macht entsteht, dann kann es auch sinnvoll sein, dass sich die in den Institutionen oder in der Regierung auch niederschlägt. Aber ich glaube eben, ich bin halt sehr skeptisch, wenn man jetzt zum Beispiel in Europa eine Regierung stellt, man hat ja gar keine gesellschaftliche Macht, um dann die Dinge auch durchzusetzen. Und dann reproduziert man eigentlich nur die Enttäuschung wieder. Und deswegen finde ich, die Leute, die immer sagen, sie würden Realpolitik machen, sind meiner Ansicht nach, das ist ein bisschen, das Wort klingt jetzt, ich finde es ein bisschen verlogen, weil es, weil es ja eben überhaupt gar keine realistische Strategie ist. Also wenn man eine realistische Strategie auch des Reformismus ist, dass man offensichtlich viel konfliktiver sein muss, eine Bereitschaft haben muss, viel mehr soziale Konflikte und Kämpfe einzugehen, weil nur dadurch wirklich auch die Dinge aufgebrochen werden können. Und einfach nur, indem man eine Mehrheit bekommt und eine Regierung stellt und einen Minister und einen Staatssekretär und dann darauf setzt, dass ein bisschen Druck von der Straße ihnen hilft, das hat in Europa in den letzten 35 Jahren nirgends funktioniert. Alle Mitte-Links-Regierungen haben eher Mitte-Rechts-Reformen machen müssen, weil die Kräfteverhältnisse nicht so waren. Also müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Kräfteverhältnisse wieder ändern können. Und dann können wir als letzten Bestandteil dieser Debatte auch über Regierungskoalitionen reden. Aber wir müssen eben über Kräfteverhältnisse reden. So, jetzt wird ja in Berlin gerade an einer Regierungskoalition gearbeitet. Es sitzen ja ganz viele Mitglieder der Linken und arbeiten am eigenen Koalitionsvertrag. Dazu musst du jetzt nichts sagen. Aber du hast ja schon mal Realpolitik in den Mund genommen. Rosa Luxemburg hat ja von radikaler Realpolitik gesprochen. Wie würdest du denn radikale Realpolitik verstehen? Ich glaube, sie hat von revolutionärer Realpolitik geredet. Aber gut. Okay. Aber ja, ich glaube, also, aber radikaler Reformismus ist natürlich auch ein guter Begriff, den hat Joachim Hirsch, glaube ich, verwendet. Also wie auch immer. Die Begriffe meinen ja alle eigentlich was Ähnliches. Ja, ich finde eigentlich einen guten Begriff. Also ich finde, dass das natürlich, ich glaube auch diese revolutionäre Esoterik ist auch Mist. Also die zu glauben, es gibt dann irgendwann den großen Umsturz und danach ist alles besser, wie als ob man den Schalter umlegen könnte. Natürlich, alle Dinge sind auch kleine Veränderungen. Und alle kleinen Veränderungen, die Menschen freier machen, mehr Gerechtigkeit, mehr Mitsprache ermöglichen, sind gut. Ja? Und deswegen, also wenn jetzt tatsächlich es gelingen würde, zum Beispiel die Rekommunalisierung
eher der privatisierten Wohnungen zumindest eine Teilrekommunalisierung durchzusetzen, dann würde ich sofort applaudieren. Da wäre ich der Letzte, der das nicht anerkennen würde, dass es ein gutes Ergebnis ist. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das notwendigerweise dadurch zustande kommt, dass die Linke danach mit in der Regierung sitzt. Das kann auch einfach darüber zustande kommen, dass es gesellschaftlichen Druck gibt. Und eine interessante Erfahrung ist ja zum Beispiel auch, sehr fortschrittliche Politik zur Sozialisierung von Wohnraum wurde in West-Berlin Anfang der 80er Jahre gemacht. Da hat man den Leuten Wohnungen in der zur Selbstverwaltung überlassen. Die konnten also sogar selbstverwaltete Genossenschaften dann gründen, hat ihnen Geld gegeben, damit die Häuser sanieren, und die Leute wohnen da heute noch mit unglaublich niedrigen Mieten. Den hat eine Regierung gemacht, der CDU, die wirklich nicht links war. Und das war natürlich, weil die Häuserbewegung oder die Hausbesetzerbewegung spalten wollte, in Gute und Böse. Aber das ist trotzdem eine soziale Errungenschaft. Also da profitieren wir heute noch von, dass es damals diese Regelung gab. Und so entsteht sozialer Fortschritt, eben weil es Unruhe von unten gibt und darüber dann eben auch Dinge sich auch in Gesetze gießen, die für uns von Vorteil sind. Und ja, wie das jetzt genau diese Koalitionsverhandlungen da ablaufen, keine Ahnung, also da würde mich auch interessieren, also bin ich auch ganz offen, ich würde mich auch freuen, wenn mir Leute zeigen, manchmal geht es auch einfacher, als man denkt. Das wäre ja schön, wenn man Dinge einfach wählen könnte, das wäre ja viel einfacher. Das würde unsere politische Leben ja viel entspannter machen, wenn es reichen würde, alle 4 Jahre das Kreuz an der richtigen Stelle zu setzen und dann vielleicht ab und an die Leute zu überzeugen, dass sie es auch machen müssen. Aber es ist ja die Erfahrung von vielen Leuten, dass es offensichtlich nicht nutzt. Also dass gerade die Leute, die in abgehängt sind oder die sozial schwach sind, ist auch so ein blöder Begriff eigentlich, auch in Anführungszeichen, dass gerade die nicht mehr wählen gehen, ist ja, weil sie die Erfahrung gemacht haben, sie können wählen, wen sie wollen, die Politik ist eigentlich immer die gleiche oder wird immer schlimmer. Ne? Und das ist eben dann der Verweis für mich darauf, dass es eben wir über Kräfteverhältnisse reden müssen und darüber, wie wir wieder mehr Leute organisieren und mehr Leute mit mehr Leuten soziale Konflikte austragen. Also du hast die Stichwort Wohnungsgenossenschaften angesprochen. Das kann ja auch wirklich eine revolutionäre Tat sein, eine Wohnungsgenossenschaft zu gründen. Und es gab ja in dem sogenannten Einigungsvertrag ja auch Fragen zu oder Regelungen zur den Wohnungen in der DDR oder dann nicht mehr DDR, dieses sogenannte, wie heißt es, Altschuldenhilfegesetz. Und da ging es entweder um Privatisierung, aber es gab natürlich auch die Möglichkeit von Ausgründung von Wohnungsgenossenschaften. Da haben wir hier eine ganz in der Nähe, in der Mollstraße, noch ein paar Bewohner da oder ein paar Genossenschafter. Mhm. Warum haben das deiner Meinung nach aber so wenig Leute gemacht? Und das müsstet ihr mir jetzt mehr erzählen, da bin ich... Ja, oder ich kann es ja auch allgemeiner sagen, fragen, wo ist denn so der Knackpunkt zum Beginn der revolutionären Tat? Sind das immer Vollversammlungen? Nee, oder braucht man Leute, die jetzt sagen, ich mache das jetzt und gucke, ob welche mitmachen? Nee, ich meine, das ist jetzt eher schon, also ich zögere, weil ich natürlich an vielen Dingen viel weniger weiß als du oder die Leute hier im Raum und gerade so konkretes Wissen, also ich bin jetzt gar nicht derjenige, der darüber ein Urteil abgeben sollte, aber also ich finde, der Hinweis, wenn ich den richtig verstehe, ist natürlich total gut zu sagen, es gibt ganz viele Ebenen, die sowas haben kann, wo man sozialen Fortschritt oder wo man wichtige Dinge, soziale, demokratische, emanzipatorische, gerechte Dinge durchsetzt, und oft machen das Leute gar nicht mit einem großen radikalen Gestus. Und jetzt zum Beispiel, interessant ist ja auch gerade die Energiewende. Wir kritisieren immer von links, aber das ist natürlich eigentlich trotzdem auch eine Errungenschaft, dass eine Gesellschaft das durchsetzt, dass so an so einem zentralen Punkt politisch umgesteuert wird. Und wenn man sich anguckt, das funktioniert ja gerade in den konservativsten Teilen der Republik ziemlich gut. Im Zug kann man es immer beobachten, wenn man vorbeifährt in Bayern oder Baden-Württemberg. Überall sind diese Solaranlagen. In Baden-Württemberg ist es völlig irre, das sind ganz konservative Leute, die jetzt irgendwie Bürgergenossenschaften gründen, wo ich immer denke, es ist doch eigentlich Sozialisierung eines zentralen Wirtschaftsbereichs. Okay, das ist immer noch mit ihrem Kapital und die Leute wollen auch ihr Kapital nicht hergeben, aber trotzdem sind das eigentlich demokratisierte Formen, demokratische Formen des Eigentums und auch eine Entmachtung von Konzernen, vorübergehend. Wahrscheinlich werden die Konzerne bald wieder das unter Kontrolle haben, aber trotzdem ist es ein guter Prozess. Und ich finde, dass es eben viele solche guten Prozesse gibt. Es gibt viele Momente, wo die Gesellschaft auch schon eigentlich Dinge hervorbringt, die auf was Besseres hinweisen, wo sie über sich selbst hinausgeht, wo eigentlich was Utopisches auch drinsteckt.
Und es gilt eigentlich, solche Dinge auch sichtbar zu machen und sich auch zu sagen, da haben wir wirklich was Wichtiges gemacht. Ein viel kleineres Beispiel, die Willkommensinitiativen letztes Jahr sind ja auch ein Ausdruck davon. Da entsteht wirklich eine Bewegung in der Gesellschaft der Solidarität, nicht lang genug und alles Mögliche, aber immerhin, also man sieht, es gibt immer wieder solche Dinge. Und ich glaube, die Aufgabe von uns als Linken wäre auch, stärker den Leuten, die das sowieso machen, bewusst zu machen, wie wichtig ist, dass sie das machen und zu versuchen, wie man vielleicht auch bewusster und strategisch verbündeter man diese Anliegen zusammenbringen kann. Und ich wäre ganz dafür, dass man das nicht immer mit so einem verbalradikalen Gestus macht, sondern wirklich guckt. Und natürlich sind manchmal auch wichtig, dass das eben nicht, weil du das ansprichst mit den Vollversammlungen, natürlich gerade oft auch die Erfahrung, dass so Vollversammlungen, das, was man jetzt junge Leute für besonders demokratische Formen halten, auch oft so ein Spielfeld von den Mittelschichten ist. Ich meine, ich finde das auch gut, ich finde Vollversammlung auch wichtig, ich finde auch so eine andere Form von Demokratie wichtig, mit der zu experimentieren. Aber stimmt natürlich auch, dass gerade Leute, die ein härteres Leben haben und mehr arbeiten müssen, auch für sowas wenig Zeit haben. Und deswegen ist es natürlich auch manchmal einfach sinnvoll, wenn das Leute in die Hand nehmen und dann eben stellvertretend auch so eine solche Projekte aufbauen. Aber natürlich letztlich, ein alter Satz stimmt natürlich immer, Kern ist auch immer, dass Leute sich selber ermächtigen, dass Leute selber selbstbewusster werden. Und deswegen ist natürlich immer auch wichtig, dass selbst wenn Einzelne anfangen mit sowas, dass sie versuchen, andere mitzunehmen und einzubinden, damit es von vielen getragen wird. Wir haben ja vorhin schon das Wort Utopie kurz in den Mund genommen. Du fragst ja in deinen Büchern, was kommt nach dem Kapitalismus und wie die Utopie einer neuen Gesellschaft aussehen könnte. Hast du das Gefühl, dass sich diese Frage viele stellen? Was nach dem Kapitalismus kommt? Naja, also als Wolfgang Streeck, einer der führenden Soziologen, der noch sogar indirekt ein bisschen beteiligt war an der Agenda 2010, also der Schröder-Regierung als Intellektueller Ende der 90er Jahre noch so zur Verfügung stand, hat vor ein paar Jahren angefangen darüber zu schreiben, dass der historische Pakt zwischen Demokratie und Kapitalismus beendet ist und dass der Kapitalismus immer autoritärer werden wird und auch immer sozial unausgeglichener, und das wirft natürlich, da stellt er im Anschluss dann eben auch die Frage dran, was kommt nach dem Kapitalismus? Der Kapitalismus ist eigentlich seiner Meinung nach am Ende, zumindest als eine Form, die auch inklusiv ist, die Leute auch einbinden kann. Und es gibt schon also auf verschiedensten Ebenen, wo Leute das auch die renommiert sind, mittlerweile sagen, natürlich ist das wie alle historischen Formationen eine endliche Formation. Es gibt von Slavoj Žižek, dem slowenischen Philosophen, den schönen oder lustigen Hinweis darauf, dass wir heute uns alle Arten von Weltuntergang vorstellen können, aber den Kapitalismus, das Ende des Kapitalismus nicht vorstellen können, so als ob der Kapitalismus noch da wäre, wenn die Menschheit nicht mehr da ist. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung. Und ich glaube, dass sich das schon mehr Leute auch einfordern, dass man darüber hinausdenkt. Von Paul Mason, britischen Journalisten, gibt es ein gutes Buch dazu, Postkapitalismus, was letztes Jahr viel diskutiert wurde. Aber es ist natürlich auch nach wie vor so, dass das immer sofort wieder mit den zurückgedrängt wird. Ich hatte vor letzte Woche eine Diskussionsveranstaltung unter anderem mit Ingo Schulze in Leipzig, und da wurde das dann eigentlich auch stark kritisiert, also diese Suche. Ich habe dann eben auch nochmal versucht, dass so eine sozialistische Utopie auch zu verteidigen oder auch zu rekonstruieren, was an der sinnvoll ist und was an der nicht sinnvoll ist. Und da war natürlich wurde der Ton dann schon sehr scharf. Also nicht von Ingo, sondern von Leuten aus dem Publikum. Aber ich habe das Buch Vermessung der Utopie ja mit Elmar Altvater zusammen gemacht. Und warum wir uns da hingesetzt haben, das ist die erste Fassung, ist 2009 entstanden. Und das ist ein Gesprächsbuch, und der erste Ansatz für uns war 2008, 2009 war ja wirklich der Kapitalismus haarscharf am Kollaps zumindest seines Finanzwesens vorbeigekratzt. Und sowas kann natürlich jederzeit wieder passieren. Die Frage ist jetzt mittlerweile, dass diese ganzen sozialen Konflikte so stark ethnisiert, geopolitisiert werden, dass wir das wahrscheinlich gar nicht mehr als soziale Krise wahrnehmen würden, sondern dass das sofort in eine Kriegsdynamik umschlagen würde. Das ist, glaube ich, auch das, was wirklich auch das Dramatische eigentlich heute ist, dass unser Überleben wirklich mittlerweile so verzahnt ist mit dem Überleben des Kapitalismus, weil ich glaube, also diese ganzen Flüchtlingskrisen, dass Leute in ihren Ländern nicht mehr überleben können, hat natürlich ganz viel mit dem Weltsystem Kapitalismus zu tun, der unheimlich viele Leute freisetzt. Der Kapitalismus ist unglaublich
die Produktivität unglaublich erhöht. Dadurch werden unglaublich viele Leute im Arbeitsprozess frei, also nicht mehr notwendig. Und die werden aber auch nicht mehr, können aber nicht mehr eingebunden werden, weil die industriellen Kapazitäten eigentlich längst zu groß sind. Und eigentlich geht das nur, indem man Arbeit und Vermögen oder Arbeit und Reichtum umverteilt, und zwar global. Und dafür gibt es überhaupt gar keine gesellschaftlichen Mehrheiten. Und das führt dann dazu, dass soziale Konflikte sofort umschlagen in religiöse oder ethnische Kriege, Bürgerkriege. Ne? Ich meine, natürlich hat der Bürgerkrieg in Syrien auch viele andere Ursachen, aber ich glaube, dahinter verstecken sich schon auch maßgeblich soziale Konflikte. Und ich glaube, wenn das so weitergeht in dem Tempo, dann werden wir die nächsten Jahrzehnte, wenn eine Krise des Kapitalismus, des Welthandels zum Beispiel käme, dann wären sofort die geopolitischen Großmächte da, um die Kontrolle der Märkte in Form von Kriegen zu verteidigen. Und dann hätte man sofort, die Dynamik spüren wir jetzt schon, so eine Weltkriegsdynamik. Und das ist eigentlich das Brutale am Kapitalismus, dass sein Scheitern für uns gar nicht mehr erkennbar ist, sondern dass wir sein Scheitern nur noch als eine Vertiefung von irren Kriegen, weil der Krieg in Syrien ist ja wirklich total gaga. Also die Amerikaner bombardieren gleichzeitig auf allen drei beteiligten Seiten und die Russen ähnlich. Also wir als Linke tauchen gar nicht mehr auf, weil wir sagen, das ist aber nicht der Grund, hört uns keiner mehr zu, weil alle nur noch hysterisiert sind, ob jetzt Islam oder jener Islam oder jedes Christentum oder Laizismus, nur noch so ein Quatsch, und über den eigentlichen Kern des Problems wird eben immer weniger geredet. Also wir haben im Angebot, es ist der kleine Buchladen, hat bereitgestellt dieses Buch Das Neue, ne, im Multiversum des Kapitals. Wer herrscht wie, wer protestiert, wer nicht und warum nicht. Darauf können wir ja auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Und das haben wir nicht, aber dazu hätte ich vielleicht mal nur so eine Frage, die klingt vielleicht banal oder platt. Ne? Entschuldigung, nee, platt, dass ich das gesagt habe. Vermessung der Utopie ist so wie so ein Taschenbuch, das kann man immer dabei haben und dann mal unterwegs gucken, was mache ich jetzt? Oder warum hat das dieses spezifische Format oder hat das überhaupt gar keinen tieferen Grund? Ja, das war ja erst in dem Hardcover bei Blumenbar und dann wurden wir von diesem Verlag Berz und Fischer gefragt, ob wir das nochmal als Neuausgabe rausgeben wollen. Und dann haben wir gesagt, klar, kann man gerne machen, aktualisieren wir ein Kapitel. Und Berz und Fischer, die machen so eine kleine, wollten so eine Reihe machen, so eine preiswerte Reihe für Aktivisten und Aktivistinnen. Die jüngeren Leute lesen ja am liebsten nur noch auf dem Handy, aber die Hoffnung von denen war, wenn man so ein kleines Format hat, auch nicht viel größer als ein Handy, dann lesen die das vielleicht als Buch. Das Problem ist, dass Leute über 35, so wie ich, mit dem Format das nicht mehr lesen können, weil selbst mit Brille die Schrift, das hätte ich jetzt nicht sagen können, also mit Brille kann man es schon noch lesen, aber der Schriftsatz ist natürlich kleiner dadurch. Das ist richtig, ja, das stimmt. Und wenn du jetzt jemanden in der S-Bahn oder in der U-Bahn siehst, der gerade dieses Buch liest, ist ja schon mal passiert. Nee, also bei dem Buch nicht, aber bei anderen Büchern ist mir das schon mal passiert, ja. Und wie ist das so, was machst du dann? Nichts, weil das ist ja mir dann unangenehm zu sagen, das ist, hinzugehen und sagen, das ist mein Buch. Hey, das ist mein Buch. Aber nee, hätte ja sein können. Oder aber, du merkst so, derjenige stöhnt gerade und überblättert die Seiten, das wäre natürlich nicht schön. Ja, neulich habe ich sowas gehabt. Nach einer Veranstaltung in Rostock war eine ältere Dame am Bahngleis und telefonierte mit ihrer Freundin über die Veranstaltung vom Vorabend. Und während sie am Vorabend mich alle gelobt hatten, hielt sie sich nicht mit der Kritik zurück. Das war ein bisschen schmerzhaft, aber eigentlich interessant, was die Leute mal ungefiltert sagen, wenn sie nicht wissen, weil sie erkannte mich nicht wieder, weil ich den Winterjogger schon anhatte. Also es war ganz interessant. Sie hat sich darüber beklagt, ich hätte zu viel vorgelesen, was in der Sache sicher richtig war. Gut, und darum haben wir uns entschlossen, heute überhaupt nicht vorzulesen. Genau. So einfach erklärt sich das manchmal. So, wir haben jetzt hier eine Stunde auf dem Podium diskutiert. Vielleicht haben Sie Fragen, Anregungen, Bemerkungen. Also ich könnte noch jede Menge Fragen stellen, oder Sie oder ihr. Aber es soll ja nicht nur hier von oben herab geredet werden. Möchte sich jemand äußern? Ja, bitteschön. Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Also der Friedensvertrag wird von der FARC, also der Friedensvertrag ist ja im Plebiszit erstmal abgelehnt worden. Ne? Der Friedensvertrag wurde von der FARC als großer Sieg dargestellt und natürlich auch wichtig gegenüber der eigenen Basis zu sagen, dass es wichtig ist, dass man den jetzt
unterzeichnet, ist natürlich wie jeder Kompromiss ja, nicht so eindeutig, ob es ein Sieg oder eine Niederlage ist. Ich finde, dass eigentlich, dass sie das ganz gut gemacht haben. Also ich bin immer sehr kritisch gegenüber den FARC gewesen, weil ich, die kommen ja eigentlich aus einer klassisch-kommunistischen Partei und also ich bin der parteikommunistischen Tradition nicht feindlich, aber zumindest kritisch gegenüber eingestellt. Also würde mich dann eher so einer ja, etwas anti-autoritären Tradition zurechnen. Aber das Problem bei der FARC war außerdem auch noch, dass sie eben auch eine sehr militarisierte Politik gemacht haben die letzten 20 Jahre. Und das sind also zwei Prozesse, die ich nicht gut fand. Aber insofern war ich eigentlich sehr skeptisch, als sie angefangen haben zu verhandeln, weil ich gesagt habe, es ist eigentlich zu autoritär, wie die das ganze Ding hochziehen. Also es gibt eine andere Organisation in Kolumbien, eine andere Guerilla-Organisation, mit der ich mehr Sympathie hatte und habe. Die heißt ELN, die kommt eher aus dem befreiungstheologischen und guevaristischen Umfeld. Und die haben zum Beispiel immer gesagt, wir verhandeln gar nicht, wir wollen nicht mit der Regierung verhandeln, sondern wir wollen, dass es einen gesellschaftlichen Dialog gibt, dass es die gesellschaftlichen Kräfte, Gewerkschaften, Bauernorganisationen, auch Unternehmerverbände, sich verständigen über Reformen und wir und die Regierung nur sozusagen die Garanten sind, dass diese Reformen dann auch umgesetzt werden. Das hätte ich vom Friedensprozess her auch logischer gefunden, weil wenn man sagt, der Krieg ist eine Folge der sozialen Ungerechtigkeit, dann muss man Reformen machen, um die soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen, dann verschwinden auch die Kriegsmotive. Ja? Und dann kann man die Kriegsakteure auch verpflichten, ihre Waffen niederzulegen. Insofern war ich skeptisch, weil die FARC hatten ein Verhandlungskonzept, wo sie klassisch verhandeln, Staatsführung zu Staatsführung. Die FARC haben sich sozusagen als Gegenstaat betrachtet. Und dann würde ich aber sagen, um meine Kritik sofort wieder zurückzunehmen, sie haben eigentlich sehr gut verhandelt. Also sie haben wichtige soziale Reformen aufs Tablett gebracht oder auf die Tagesordnung gesetzt. Von ihren Forderungen ist natürlich nur ein Bruchteil aufgegriffen worden. Die Regierung hat von Anfang an gesagt, sie verhandelt nicht über das Wirtschaftsmodell, sie verhandelt nicht über das Sozialmodell, sie ist nur bereit, in der Landwirtschaftspolitik ein bisschen was anders zu machen. Aber die FARC haben auch erkannt, dass die Kräfteverhältnisse im Moment so sind, dass es besser ist, ein konkretes Ergebnis durchzusetzen, als gar kein Ergebnis zu haben. Und sie haben gesagt, wir gewinnen, und das, die Erfahrung, die Analyse teile ich, sie gewinnen mit dem Krieg nichts mehr. Also es kann ja auch eine Situation geben, eine historische Situation geben, wo ein Guerillakrieg die Kräfteverhältnisse verändert, weil die Leute zum Beispiel politisiert werden und auch bereit sind, sich zu engagieren. In Kuba war das ja der Fall zum Beispiel, in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern vorübergehend. Aber in Kolumbien ist es nicht mehr so. In Kolumbien führt die Existenz der Guerilla eigentlich nur dazu, dass die extreme Rechte immer mehr Legitimation hat, weil sie die Medien auch so stark auf ihrer Seite hat. Deswegen ist es ganz richtig, die sozialen Konflikte oder auch meinetwegen die Klassenkämpfe zu entmilitarisieren. Ja, die Herrschenden versuchen sowieso immer, die zu militarisieren. Klassenkämpfe werden von oben immer polizeilich verhandelt. Also, aber wir können da nicht wirklich gewinnen, wenn wir da mitspielen. Und deswegen haben die FARC das eigentlich richtig gemacht. Die haben versucht, zumindest einige soziale Reformen und politische Reformen durchzusetzen. Und dann vielleicht bessere Bedingungen zu haben, dass die sozialen Kämpfe auf andere Art und Weise weitergehen können. Also das war gut, das war richtig. Und deswegen hätte man für meiner Ansicht nach als Kolumbianerin oder Kolumbianer für das Plebiszit, beim Plebiszit für das Abkommen stimmen müssen. Leider, wie gesagt, ist ein Großteil der Bevölkerung gar nicht erst wählen gegangen. Und jetzt ist leider so, dass die Regierung sagt, es muss neu verhandeln oder sie will neu verhandeln, aber interessanterweise eben nicht mit der Gesellschaft, sondern mit der extremen Rechten. Das ist ja wieder klassisch so böser Polizist, guter Polizist. Die Oberschicht kann sowas immer sehr gut spielen. Dass sozusagen dann der alte Machtblock nicht gefährdet wird. Ne? Ja, bitteschön. Welche Chancen gibt es in der breiten Diskussion in den einzelnen Problemen, das Grundproblem mehr an Bedeutung darzustellen, das Auseinanderdriften der Welt insgesamt, das Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich in einem Land, zwischen Reichen und Länder bewegen sich in eine
Ereignisse dann eintreten, diese Massenfluchten und diese Menschen, also diese Völkerwanderung und alles das, was man heute versucht zu kitten, aber nicht mehr beherrscht. Gestern hat die Heinrich-Böll-Stiftung in der Veranstaltung mit 300 Teilnehmern da gemacht, um den ägyptischen Präsidenten Sisi, ob der gut ist oder nicht, der hat seine Versprechen nicht eingehalten, der verletzt die Menschenrechte, den müsste man boykottieren und weiß ich was. Das sind alles solche oberflächlichen Dinge, die überhaupt nicht drauf eingehen. Und die Bundeskanzlerin, die sagt, sie will Ursachen bekämpfen, das macht sie überhaupt nicht. Auf die Ursachen kommt sie überhaupt nicht zu sprechen. Wie kann man das stärker produzieren? Weil alles andere ist doch keine Lösung, das ist doch alles nur Kitt, das nicht mal über Minuten hilft, geschweige denn über Jahrhunderte. Also natürlich auch sehr viele unterschiedliche Ansatzpunkte, aber was jetzt für die Linke als Partei oder auch für die Linke als gesellschaftliche Linke, meiner Ansicht nach muss es darum gehen, widerständiger zu sein. Das ist auch der Grund, warum ich in der Linkspartei sehr dafür wäre, einen oppositionelleren oder widerständigeren Diskurs zu schärfen. Und das ist natürlich, selbst wenn man Regierungsbeteiligung vielleicht Sachen durchsetzt, die wichtig sind, wie selbst wenn man es könnte, ist es natürlich immer auch ein Problem, dass man dann die Dinge so ein bisschen zuschüttet, ne? Dass man dann selber so in der Verwaltungslogik des Bestehenden ist. Und wir müssen eigentlich uns, meiner Ansicht nach, müssen wir die Stimme sein, die darauf hinweist, es gibt einen grundlegenden gesellschaftlichen Widerspruch. Also eigentlich gerade das, was die AfD tut, aber eigentlich nicht macht. Die AfD tut ja so, wie als ob sie die große, oder die Rechtspopulismus in Europa, wie als ob sie die gesellschaftliche Gegenkraft sind. Und wir müssen, eigentlich als Linke, müssten wir diesen Ort besetzen. Und zwar, aber eben dann auch mit der richtigen materialistischen Analyse, was nämlich die wirklichen sozialen Gegensätze in der Welt sind, nämlich ökonomischer, sozialer Art. Also insofern, widerständigeres Profil ist, glaube ich, oder widerständigeres Auftreten ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Das andere ist, dass wir, glaube ich, wieder lernen müssen, wie man soziale Konflikte organisiert. Ich war in letzter Zeit ein bisschen, weil ich ein Radio-Feature auch mache für den Deutschlandfunk gerade, unterwegs, um mit Organisern von Gewerkschaften, nicht nur von Gewerkschaften, auch mit anderen Organizing-Ansätzen, also Organisierungsansätzen, das ist eigentlich nur so ein modernes Wort für eine alte Praxis. Aber was ganz interessant an diesem Organisierungsfeld in den Gewerkschaften ist, dass die sagen, wir haben eigentlich gelernt, dass wir haben jahrzehntelang so eine Gewerkschaftspolitik gemacht, dass wir immer versucht haben, gut zu verhandeln. Und wir müssen wieder lernen, konfliktiver zu sein. Und zwar auch aus dem Grund, weil die Leute nur in den sozialen Konflikten oder in den direkten Auseinandersetzungen Selbstbewusstsein entwickeln. Also sie organisieren sich vor allen Dingen dann, wenn sie in Konflikten drinstecken, und sie werden auch mutiger, ja? Leute, die anfangen, selber zu sprechen. Also Leute, die dann vielleicht nicht so tolles Bildungshintergrund haben, aber die dann in den Konflikten, in dem Streik, ich habe zum Beispiel eine Krankenschwester bei der Charité neulich interviewt, die redete mittlerweile wirklich in so einem Fach-Latein, war ein bisschen, schon für mich ein bisschen abgehoben, aber es ist interessant, weil die hat erst vor 3 Jahren angefangen, aber da hat man gemerkt, wie die dadurch so eine ermächtigt worden ist, ne? Ganz selbstbewusstes Auftreten, was sie richtig finden und was. Und das lernt man in sozialen Konflikten. Und das, glaube ich, müsste die Linke auch wieder stärker berücksichtigen oder stärker verstehen und systematischer darüber nachdenken. Wie kann man Konflikt, also nicht nur, dass man konfliktbereit ist, sondern dass man auch konfliktfähig ist. Also konfliktfähig nennen die das in den Gewerkschaften. Wie kann man gucken, wie, dass man auch erfolgreich aus dem Konflikt rausgeht. Das ist ja auch was, gerade so, es gibt ja Leute, junge soziale Bewegungen, die bereit sind, Konflikte auf die Straße zu tragen, aber die überlegen sich meistens nicht, wie man die dann gewinnt, sondern die wollen halt irgendwie rumdemonstrieren. Und die Gewerkschafter sagen halt immer, wir müssen immer überlegen, wie wir auch konkret Dinge durchsetzen können. Und das finde ich eine ganz gute Fragestellung, weil das nämlich auch wichtig ist, um diesen Frustrationsmoment entgegenzusetzen. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen müsste, würde ich sagen, widerständiger, oppositioneller auftreten, aber auch gleichzeitig pragmatisch gucken, was man durchsetzen kann, aber eben nicht so sehr als Verwaltungstechniker, sondern von unten, indem wir eben Konflikte organisieren und schauen, was man mit konkreten Konflikten für Erfolge erzielen kann.
Und ich glaube, darüber könnte so ein anderer Pol in der Gesellschaft auch wieder entstehen. Und dann, das merkt man ja auch, also zum Beispiel in Frankreich letztes Jahr war ja eine ganz dramatische Welle des ansteigenden Rassismus nach diesen islamistischen Attentaten in Paris. Und das wurde ganz stark ausgebremst in dem Moment, wo diese Streik- und Protestbewegung gegen dieses neue Arbeitsgesetz auf die Straße gegangen ist und wo dann auf einmal die Gewerkschaften Raffinerien blockiert haben. Da war dann plötzlich die Stellung eine ganz andere. Dann ging es nicht mehr wir gegen die Muslims, sondern wir unten gegen die da oben. Ne? Und in den sozialen Kämpfen rücken, glaube ich, dann eben auch die eigentlichen Fragen wieder stärker in den Vordergrund. Und das müssen wir als Linke versuchen. Ne? Das ist das Stichwort, will ich gerade mal aufgreifen. Wir da unten, die da oben. Wer sind denn die da oben? Ist es nicht ein Problem, dass sie so schlecht erkennbar sind? Also ich bin sofort dafür, dass man dann auch nochmal genauer darüber nachdenkt oder genauer darüber redet, wenn man als Linker was zu platt sagt. Also wenn ich als Linker was zu platt sage. Also ich finde das völlig gut, wenn so eine Kritik kommt. Aber auf der anderen Seite sollte man sich auch nichts vormachen. Also uns wurde immer auch noch im Sozialkundeunterricht in Westdeutschland immer beigebracht, es gibt keine Klassen mehr, es gibt nur noch Schichten. Und das ist natürlich totaler Humbug. Also wenn man sich die Vermögensverteilung anguckt, das ist 1%, 0,1% der Bevölkerung, die, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die auf jeden Fall den Löwenanteil des Vermögens hat. Und das ist fast, also noch nicht ganz so konzentriert wie in den Staaten im Süden, den Ländern im Süden, des globalen Südens, aber es ist auch wahnsinnig konzentriert, der Reichtum. Und die Familien haben Namen. Das Interessante ist ja auch, dass es darüber kaum Forschung gibt, weil zum Beispiel die Aldi-Brüder, die Quanz und viele dieser Familien, die leben ja so ein bisschen unter dem Radarschirm. Man kriegt die kaum mit. Und ja, das ist ja ein Riesenproblem, finde ich. Genau, da könnte man ja auch mehr Forschung zu betreiben oder die Linke könnte das auch. Ich war zum Beispiel neulich mit Schweizer Kollegen vor der Villa der Familie von Fink, heißt sie, glaube ich, weil die im Verdacht stehen, die AfD zu finanzieren. Das sind Milliardäre, einer von, glaube ich, den 10 oder 20 reichsten Familien Deutschlands. Die sind schon in den 70er Jahren aus Deutschland abgehauen und haben sich in der Schweiz ihren Erstwohnsitz angemeldet. Die Villa ist natürlich überhaupt nicht bewohnt. Man sieht, dass die weiterhin in Heidelberg wohnen. Auch die Nachbarn da in dem Dorf haben erzählt, die kommen eigentlich nie. Früher sind sie mit dem Hubschrauber gelandet. Die haben nur, um Steuern zu hinterziehen. Ja. Gleichzeitig finanziert er hier aber die Rechte. Also der hat den Bund Freier Bürger massiv finanziert. Und jetzt ist er eben, sagt die Konrad-Adenauer-Stiftung, unter Verdacht, die AfD maßgeblich mitfinanziert zu haben. Und solche Familien, da könnten wir ja auch als Link ein bisschen kreativer sein und die Leute mal in ihren Wohnorten besuchen. Das ist ja, kann ja so schwer. Nee, ich meine, natürlich, man muss es auch sichtbar machen, wo die Klassenunterschiede haben Adressen. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Leute deswegen persönlich meine Feinde sind oder dass ich denen persönlich was Böses will. Das ist ja überhaupt nicht so. Ich bin ja der Meinung, also mein Marxismus ist humanistisch. Ich will ja, dass es auch denen besser geht. Ich glaube, dass den Reichen ja gar nicht gut geht unbedingt. Aber natürlich muss man auch deutlich machen, das sind die Leute, die ökonomisch und damit auch politisch herrschen. Und natürlich muss man dafür sorgen, dass die nicht sich dem entziehen können, indem sie in der Schweiz irgendeinen Scheinwohnsitz anmelden. Wenn wir das machen als Hartz-IV-Empfänger, haben wir sofort irre Probleme. Wir werden europaweit verfolgt. Und da soll das nicht möglich sein, wo ich weiß, wo der wohnt, ja. Das ist doch total absurd. Ja. Und ich denke, dass wir solche Sachen, solche sozialen Widersprüche einfach wieder sichtbarer machen müssen. In einem Tonfall, der nicht militaristisch und nicht menschenfeindlich ist, aber schon auf den Klassenwiderspruch auch nicht wegredet. Mit solchen Leuten haben wir keine gemeinsamen Interessen, außer vielleicht, dass wir gerne auch Tee und Kaffee trinken, genau wie die. Also so haben wir vielleicht gemeinsame Interessen, aber so, was den sozialen Alltag angeht, haben wir widersprüchliche Interessen. Und das soll nicht immer so weggeredet werden mit, wir sind doch alle Bürger und wir sind doch alles Deutsche und so. Da ist die Aufgabe der Linken, auch den Finger reinzulegen und zu sagen, nein. Ja, die Linke spricht ja sehr deutlich aus, wie die Verteilungsunterschiede sind in Deutschland, dass also 1% der Bevölkerung über 1/3 des Vermögens verfügt. Aber so richtig scheint das ja keinen aufzuregen. Warum ist das so, deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach? Gute Frage. Würde ich gerne zurückgeben, weil das wert wäre, dass man das
gemeinsam reflektiert, aber also mein erster Gedanke wäre natürlich, dass es viel mit den Medien zu tun hat, die natürlich auch genau diesem 1% gehören. Dass es aber auch viel mit dieser Illusionsmaschine zu tun hat. Also der Kapitalismus heute ist ja vor allen Dingen auch, der wird ja auch ganz stark medial produziert. Und das merkt man ja zum Beispiel auch wenn man zum Beispiel in den USA, dieser paradigmatische Satz, dass man als Tellerwäscher Karriere machen kann. Also es reicht offensichtlich, dass einer von einer Million es schafft, um bei den anderen 999.999 die Illusion zu kreieren, dass es sich lohnt, da mitzumachen. Und ja, ich glaube, man muss einfach, müssen wir einfach mehr insistieren, es auch sichtbarer machen, und es muss sich auch vielleicht auch wieder mehr lohnen, die Dinge aufzuzeigen. Also das Problem ist halt, wenn man es nur immer so im Parlament wiederholt, reicht das wahrscheinlich nicht. Es muss halt irgendwie auch eine Erlebbarkeit haben, es muss verknüpft werden mit der konkreten Praxis von Leuten von unten, dass die hingehen oder dass sie konkret Sachen auch durchsetzen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre wert, dass man da mal zusammen. Da meldet sich ja schon jemand, der. Bitteschön, ja. Und Erika, vielleicht erstmal und dann der Herr. Ich glaube nicht mal, dass die Leute das nicht so ernst nehmen, wie diese Unterschiede zwischen Arm und Reich. Und da ist eine große Menge Resignation bei, genau, würde ich sagen. Sie sehen es durchaus viel, ja, und erkennen das, aber sie sagen sich im Grunde genommen nicht machen. Ganz egal, wie die dann auch mit wählen, ändert nichts groß. Vielleicht einige Varianten, aber nichts Wesentliches. Und das andere war meine Frage. Im Augenblick, wenn man die ganze Situation bei uns, aber auch in der ganzen Welt sieht, ist man doch irgendwie ein bisschen ratlos. Ja. Man hat das Gefühl, dass viele Hoffnungen, wie gesagt wurde, die vielleicht irreal waren, im Augenblick enttäuscht sind. Und zum anderen, in dem Zusammenhang würde mich deine Meinung dazu interessieren nochmal, wie groß würdest du das Übermaß eines rechtsextremen Machtstrebens oder auch Machtergreifens bei uns in Europa und darüber hinaus sehen, bis zu einem neuen Faschismus. Die Gefahr, denke ich, ist nicht begründet, wenn die Linke weiter national schwach bleibt und weiterhin die Gefahr wirklich eines großen, umfassenden Krieges, auch beeinflusst vom Ausgang der Wahlen vielleicht in den USA, wobei ich keinen großen Unterschied sehe zwischen Trump, die sich ja seltsamerweise immer nur Hillary nennt, hauptsächlich, als ob sie vergessen machen will, dass ihr Mann mal Präsident war. Ja, sehr seltsam, aber sie gehört ja auch nicht gerade zu denen, die eine Antikriegslinie bis jetzt betrieben haben. Also diese beiden Fragen hier, die Gefahr eines neuen Faschismus, die Gefahr eines wirklich umfassenden Krieges. Nochmal deine Meinung dazu. Ja, also auch da weiß ich wahrscheinlich nicht mehr als ihr, aber ich würde das teilen, dein Bedenken, deine Befürchtungen. Also ich glaube nicht, dass der Faschismus heute notwendigerweise das Gesicht hätte vom Faschismus. Nee, genau, also deswegen ist manchmal auch, dass man es nicht rechtzeitig erkennt, weil man die neue Form nicht so wahrnimmt. Aber natürlich ist der ganze Rechtspopulismus und dieser ganz einhergehende Rassismus, ich meine, ist ja auch längst da. Ich meine, wir haben eine Terror-Nazi-Zelle, NSU, die engste Verbindungen zu den Geheimdiensten hat, die Leute als V-Männer arbeiten hat lassen, die vom Verfassungsschutz in die Schweiz geschafft worden sind, um nicht angeklagt oder in dieses Verfahren reingezogen zu werden. Es gibt Dutzende oder Hunderte von Anschlägen jährlich. Ja, also insofern, der Faschismus ist ja nicht erst eine Bewegung, die noch entsteht, sondern deswegen hast du es ja auch angesprochen, also da bin ich ganz. Das Problem ist total relevant. Es ist auch so, dass sie in mehreren Ländern auch tatsächlich die Wahlen gewinnen könnten, theoretisch. Ne? Also wenn sich Ungarn, ist es ja schon eine Koalition unter Beteiligung wirklich von offen faschistischen. Also insofern ist das tatsächlich sehr dramatisch. Aber ja, also ich glaube auch oft eben, also dass es auch keinen Grund gibt, jetzt depressiv zu sein. Also ich finde, wir sind ja nach wie vor eigentlich auch noch in einer komfortablen Lage, dass wir zwar uns oft machtlos fühlen,
Aber wir können nach wie vor agieren. Das ist ja jetzt auch nicht immer selbstverständlich. Ne? Also es gibt viele historische Kontexte, wo man als Linker deutlich mehr riskieren musste, um linke Politik zu machen als heute. Und es gab auch sicherlich Momente im 20. Jahrhundert, die deutlich verzweifelter waren. Also wenn man sich die Situation 1938 oder 1939 vorstellt, Kehrtwende, dann plötzlich der Sowjetunion, Hitler-Stalin-Pakt. Ich glaube, da war die Lage für den Linken noch verzweifelter, weil da hat er den Faschismus und dann dieses stalinistische System. Und also das muss grauenhaft gewesen sein, der Krieg kommt und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du dich positionieren sollst. Insofern, also ich finde, es gibt keinen Grund, ich kann verstehen, wenn viele Leute im Alltag resigniert sind, aber für uns als Linke gibt es keinen Grund, resigniert zu sein. Es gibt viele Dinge, wo wir was machen können und wo wir zwar sehr begrenzte Möglichkeiten haben, aber wo wir nach wie vor ein Terrain haben zu agieren. Und das andere, was du sagst, naja, die Kriegsgefahr, das ist halt, ich glaube, solange der Kapitalismus einigermaßen läuft, bedeutet ja auch, solange der Welthandel einigermaßen läuft, sind die Kriegstendenzen, werden immer abgebremst, weil es eben die Kapital- und auch die Handelsverflechtungen so groß sind. Ich glaube, da stimmt das alte liberale Argument ein bisschen. Wenn die Handelsverflechtungen so groß sind, dann ist das immer auch ein Gegenmittel, um die Dinge nicht weiter zu eskalieren. Merkt man ja sogar jetzt bei den Russland-Sanktionen, dass die Wirtschaft verlangt, jetzt rudert mal wieder zurück. Also solange der Weltmarkt funktioniert, glaube ich, ist das alles, glaube ich, noch einigermaßen handelbar. Wo ich richtig Angst vor habe, ist der Moment, wenn das Weltfinanzsystem oder das Welthandelssystem wirklich in die Knie geht, weil dann das ökonomische Interesse der Herrschenden, der faktisch Herrschenden, der Besitzenden sein wird, dass die Nationalstaaten ihre Vermögensinteressen gegen die Eliten anderer Länder verteidigen. Das ist also die klassisch imperialistische Situation von Anfang des 20. Jahrhunderts zurückkehrt. Und dann bin ich mir sicher, sind die bereit, sofort alle in den Krieg zu ziehen. Und wie man das dann aufhalten soll, da weiß ich auch überhaupt gar keine Antwort. Aber der Moment ist im Moment noch nicht eingetreten. Ja. Die Nachbarin wird unternehmen. Ja. Anfang September war die große Kunde in der kanadisch-europäischen Freihandelsabkommen. CETA. Und es war eigentlich die breite Basis, die du ja auch, oder sie fordern, dass die breite Basis, also von Verbündeten zusammen, ja. Ja, danke schön. Ja, Sie bitte. Sie sprachen vorhin von der Situation oder von der Notwendigkeit, Konfliktbereiche aufzugreifen, seitlich der Linken. Da kam mir der Gedanke, diese friedliche Politik zur Lösung von gesellschaftlichen Konflikten nicht nur jetzt in Europa oder in Deutschland auszufechten, sondern
Dankeschön. Jetzt haben wir nochmal die Stichworte Ökologie und Friedensbewegung. Und dann kommen wir jetzt auch, unsere Zeit, 90 Minuten haben wir immer so im Auge, langsam zum Ende. Dann stelle ich dir gleich noch eine Frage, jetzt hast du gleich drei Fragen. Du bist ja, wie wir gesagt haben, schon eingangs und hier auch allgemein bekannt, Mitglied der Linken und sogar Mitglied jetzt im Parteivorstand. Wie weit ist denn die Linke von deinen Utopien entfernt? Also ich fange erstmal mit dem Ökologie-Thema an. Ne? Also ich glaube auch, dass das die ganz richtige Herangehensweise ist, weil die soziale und ökologische Frage zusammenzubringen. Die rassistische Frage natürlich, es gibt mehrere Fragen, wo es gilt, die Dinge zusammenzubringen. Aber die soziale und ökologische Frage ist auch deswegen interessant zusammenzubringen, weil sie manchmal ja auch im Widerspruch steht. Also Kohleabbau zum Beispiel in der Lausitz, da merkt man ja, dass es dann auch wirklich auch Reibungsfelder hat. Und da, glaube ich, ist auch die Aufgabe einer pluralen linken Partei auch wichtig, weil sie eigentlich die Rolle übernehmen müsste, sowohl die Rechte von Arbeiterinnen oder Arbeitern, von Belegschaften zu vertreten, nicht unbedingt auf diesen konkreten Arbeitsplatz, aber eben auf einen Arbeitsplatz oder auf eine Teilhabe und aber eben auch eine ökologische Konversion und eben auch eine postkapitalistische ökonomische Form, die eben die Ökologie viel besser berücksichtigen könnte. Und das ist natürlich eine total große Herausforderung. Aber ich glaube, dass es genau darum geht. Gerade auch, weil der Kapitalismus ja immer stärker wir den als System erleben, der die natürlichen Grundlagen jeglichen menschlichen Daseins in Frage stellt. Nicht, also, wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, hat der Staatssozialismus durchaus auch gekonnt, die Umwelt zu zerstören. Also es ist schon auch ein Zivilisationsproblem, ist auch ein Problem dieses Industrialisierungsmodells oder des Entwicklungsmodells, aber es ist natürlich im Kapitalismus besonders sichtbar jetzt der Widerspruch, dass es unendliche Wachstum des Wertes gibt, aber einen begrenzten Planeten, auf dem man gar nicht unendlich wachsen kann. Und dass das eigentlich auf Dauer nicht funktionieren kann, liegt hier für jeden vernünftigen Menschen auf der Hand. Und insofern braucht man unbedingt Antworten auf diese ökologische Frage. Aber da finde ich eben auch interessant, der Verweis auf die Energiewende. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ja wirklich bemerkenswert. Es wird an der zentralen ökonomischen Stelle wird umgesteuert, nämlich dem Energiemodell. Wir Linken würden kritisieren, nicht konsequent genug, nicht schnell genug, nicht demokratisch genug, aber immerhin. Und es ist interessant, dass es nicht unter einer Mitte-Links-Regierung oder einem grünen Minister passiert, sondern unter einer CDU-Regierung. Und warum? Na, weil es seit 30 oder 35 Jahren oder 40 Jahren soziale Kämpfe auf dem Feld gibt. Und eben, weil ich Proteste vor den AKWs, aber eben auch Leute, die dann angefangen haben, als sozusagen ihr gesellschaftliches Wissen von unten zu entwickeln. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Transformation sozusagen aus der Gesellschaft selber heraus, dass Leute angefangen haben, eben solche Unternehmen aufzubauen für Solar- und Windenergie und da viele Leute sich da auch so reingefummelt haben und dann man mit ersten Energiegenossenschaften experimentiert hat. Und also dieses gesellschaftliche Wissen ist auch ein Bestandteil. Und deswegen ist diese Energiewende schon auch ein interessanter Fall, weil die uns darauf hinweist, dass eigentlich wir auch als Gesellschaft in der Lage sind, von unten Dinge tatsächlich an zentralen Fragen umzusteuern oder was Neues zu schaffen. Und eben auch in der Verbindung von Alltagspraxis und sozialen Kämpfen. Man darf nicht vergessen, die sozialen Kämpfe waren sehr hart. Also von Atomkraftwerken gab es richtig Rambazamba, ja, viele Jahre lang. Ne? Also insofern, da muss verschiedene Sachen zusammenkommen und dann, natürlich stimmt es auch, dass die deutschen Wirtschaftsführer gesagt haben, ist vielleicht auch ein gutes Modell für uns als Exportmodell. Also mir ist schon bewusst, dass das kein richtiger Antikapitalismus ist. Aber ich will nur sagen, es ist ein interessantes Feld, weil es aufzeigt, man könnte tatsächlich auch Reformismus von unten betreiben, die Dinge verändern, indem man Kämpfe und Alltagspraxen mit einem langen Atmen in der Gesellschaft verbreitet. So, vielleicht. Also insofern glaube ich, dass es ein ganz wichtiges Feld wäre und die Linke total gut beraten wäre, das viel bewusster in den Mittelpunkt zu stellen. Und gerade auch mit einem kapitalismuskritischen oder antikapitalistischen Standpunkt. Die andere Frage war die mit der Friedensbewegung. Ja, also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Ansatz, nur da muss man auch sagen, eigentlich würde es darum gehen,
eine Friedensbewegung mit Russland dann auch, in Russland auch sozusagen zu suchen. Und zwar nicht zu denen, die regierungstreu sind, sondern zu denen, die in Russland gegen die Regierung sind. Also ich finde sehr gut, dass man in Deutschland gegen die NATO wettert und darauf hinweist, dass die Russen nicht die Buhmänner sind und Putin auch nicht schlimmer ist, zumindest nicht, was die Bombardierung von Leuten im Mittleren Osten angeht, als Obama. Also es ist ja tatsächlich so, dass Obama genauso Zivilbevölkerung massakriert und auch Kriegsverbrechen begeht. Die Drohneneinsätze sind genauso illegal nach Kriegsrecht wie die Bombardierung von Aleppo durch russische und syrische Flugzeuge. Aber eben, wie gesagt, Russland ist eben auch nicht besser als Obama. Ne? Und deswegen müsste man, wenn man eben in der, ich finde, Linke müssen immer vor allen Dingen in der eigenen Haustür, vor der eigenen Haustür fegen oder im eigenen, also die Liebknecht hat es, glaube ich, gesagt, der Vaterlands Verräter spielen, ne? Also die bisschen die Wehrkraft nach innen zersetzen, das, was die Rechten so schlecht über uns sagen, das, genau das sollte unsere Aufgabe sein. Wir sollten gegen diesen nationalen Konsens anwettern und wir sollten gucken, ob wir in Russland Verbündete finden, die dort versuchen, gegen den nationalen Konsens anzuwettern. Und weil das ist ja eigentlich das, was dann wirklich die Kriegsbereitschaft auf beiden Seiten verringern würde, wenn beide Leute sagen, unsere Regierung, ihr interessiert uns nicht. Und da ist momentan ja leider überhaupt nicht zu sehen, dass es weder, dass es solche Verbündete in Russland gibt, ich sehe die zumindest nicht, noch, dass die deutsche Friedensbewegung oder die Kleinen, die es gibt, Versuche unternimmt, solche Kontakte aufzubauen. Also da, glaube ich, wäre unsere Aufgabe, überall eigentlich so den nationalen Konsens in Frage zu stellen, da wo wir halt gerade stehen als Linke oder arbeiten. Und dann wäre die letzte Frage, wie sehr ich mich in der Linken wohlfühle, also ich oder wie weit die entfernt ist von meinen Wünschen. Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin vom Parteivorstand eigentlich sehr positiv überrascht gewesen, weil ich das sehr interessant finde und auch wirklich plural, was für unterschiedliche Linke da miteinander reden. Der Parteivorstand hat leider gar nicht wirklich so viel zu melden. Man hat da, glaube ich, eine falsche Vorstellung von, weil eigentlich die realen Machtzentren der Partei sind eigentlich eher die Fraktionen oder Einzelpersonen, die guten Zugang haben zu Medien. Und selbst wenn wir Dinge entscheiden, darf man auch nicht falsch einschätzen, der Opportunismus, der konkrete Opportunismus in konkreten Situationen ist, überlegt sich sofort dann immer auch drüber, weil natürlich auch Leute ihre persönlichen Biografien und Karrieren verfolgen. Und das ist natürlich manchmal vielleicht auch ja, gar nicht so, so abwegig, wie man auf den Gedanken kommt, weil man halt wirklich auch das verbindet mit der Hoffnung, dann Dinge zu verändern. Aber ich glaube, dass halt so dieses Feld der politischen Entscheidungen in so einem medial überformten Politikbetrieb, wie wir den haben in Deutschland, dass das halt leider sehr begrenzt ist. Ne? Und da würde ich dann auch sagen, also ich würde sagen, die Leute, die ich in der Linken kenne, sind wirklich viele sehr gute Leute. Es gibt wirklich viele interessante Debatten, aber ich glaube, dass das eben so stark eingehegt ist oder überformt ist von dem Medienbetrieb, vom Parlamentarismus, von dem ganzen Modell, dass alle eigentlich Berufspolitiker sind, dass ich glaube, dass da nur sehr begrenzt Veränderung raus erwachsen kann. Es gibt eine Reihe von Leuten in der Partei und sicherlich auch in der Basis viele, die sich wünschen, dass es mehr eine aktivistische Partei ist, also wieder so wie in den Anfangszeiten der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert, wo Leute wirklich in erster Linie in ihrem Alltag aktiv waren. Und ich glaube, das war ja wirklich so die Sternstunde der Sozialdemokratie, waren nicht ihre Führer, sondern ihre Bildungsvereine, ihre Sportvereine, ihre Gewerkschaftsarbeit, ihre Alltagsaktivität, ja, also auch dieses ganze Widerständige an vielen, dass man Kunst in die Gesellschaft getragen hat, die Volkstheaterbewegung, Volksbühne hier, die hat ja daher ihren Namen. Ne? Also diese ganze Breite von Engagement, ich glaube, die ist was wirklich eine Macht entfaltet. Und das ist auch der Grund, warum eine Linke auch mal vorübergehend im 20. Jahrhundert erfolgreich war, weil sie sowas gemacht hat. Und da müssen wir natürlich wieder hin, ob die Linke das als Partei sein wird. Wir versuchen das, aber ist natürlich auch nicht der einzige Akteur. Es sind ja viele, ja auch gesellschaftliche Linke, die in so eine Richtung arbeiten. Und was vor allen Dingen wichtig ist, dass, glaube ich, die vielen Leute, die irgendwo in der Gesellschaft an solchen Dingen versuchen, tätig zu sein,
dass die den Kommunikationsdraht nicht abreißen und sich nicht so in Identitäten verfallen, wir gegen euch oder so. Ich glaube, dass das die Frage ist, um die es geht. Also eine aktivistischere oder eine stärkere, im Alltag verankerte Form des Politikmachens und eben gar nicht die Politik, dass wir werden vertreten durch gute Politiker, obwohl natürlich auch schön ist, wenn wir gute Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben. Also, nee, im Ernst, natürlich ist es auch ein Teil der Arbeit, aber es ist eben wichtig, vor allen Dingen, dass wir im gesellschaftlichen Alltag Dinge machen und vor allen Dingen auch selber aktiv werden und Leute ermuntern, selber aktiv zu werden. Deswegen gefällt mir diese Organizing-Erfahrung bei den Gewerkschaften so gut, weil ich glaube, von solchen, oder von Kotti und Co., von solchen Sachen, von solchen Erfahrungen muss man mehr lernen. Ihr habt vielleicht im Raum auch solche Erfahrungen. Die sind, glaube ich, eigentlich der eigentliche Kern, um den es geht. Gut, dann haben wir doch noch eine Frage, Ina. Also, ich meine, ich schreibe ja in erster Linie für eine Schweizer Wochenzeitung und da ist es, die finden das okay, weil das weit genug weg ist. Ja, also jetzt im Radio habe ich hier ja immer so Sonderformate gehabt oder gemacht, weil, also die, auch nicht besonders oft, sondern weiß ich, einmal im Jahr macht man dann eben so ein längeres Format von einer Stunde. Und ich hatte bisher zumindest Glück, dass die Redakteure, mit denen ich da zu tun hatte, da keine großen Fragen zugestellt haben. Ich habe es ihnen natürlich aber auch nicht aufs Brot geschmiert. Man sollte natürlich nicht unbedingt dann über Parteipolitik informieren, wenn man da so verstrickt ist. Und ansonsten ist aber bei mir sowieso, dass ich ja eigentlich lange Jahre eher so über die, also das Radio bin ich eher so als Schriftsteller gekommen. Also ich habe Anfang der 2000er Jahre ja vor allen Dingen von meinen Romanen gelebt und darüber gab es dann eben auch ein Interesse, dass ich so Radiosachen gemacht habe. Und ja, aber im Literaturbetrieb kann man jetzt auch nicht gerade behaupten, dass die Leute das gut finden. Also man ist schon, das ist ganz lustig, weil mir meine bewegungslinken Freunde so ein bisschen am Anfang vorwarfen, ich wollte eine Karriere machen und das ist eben wirklich interessant, dass man eigentlich eher karrieremäßig aussortiert wird. Also es sei denn, man möchte jetzt Partei- und Abgeordnetenkarriere machen, die mir erstens nicht angeboten worden ist bei der Linken und zweitens, die ich wahrscheinlich auch nicht machen wollte. Also wenn man das nicht vorhat, dann ist es eigentlich eher so, dass man wirklich aussortiert ist und dass die Dinge schwerer werden. Aber andererseits, ich meine, das gehört dazu, wenn man sich heftiger in Konflikt begibt, dann hat man natürlich auch mehr Gegnerschaft und deswegen ist das Teil der normalen Verhältnisse. Herzlichen Dank. Bevor ich mich bei Rolf Zellig bedanke, möchte ich Sie und euch auf unsere Dezemberveranstaltung hinweisen. Am 8.12. werden wir hier um 18 Uhr Gisela Steineckert begrüßen. Man kann sich schon anmelden, Klaus, guck mal. Ja, man kann oder noch anmelden, wir haben schon eine ganze Menge Anmeldungen, aber wenn Sie und ihr Lust habt zu kommen, dann natürlich herzlich eingeladen. So, dann, wie bereits angekündigt, kann man das Buch im Multiversum des Kapitals vorne beim kleinen Buchladen kaufen und du bist dann bereit, sicher auch da deinen Namen reinzuschreiben oder noch einen Hinweis, wie es denn mit der Revolution klappt. Und ich wäre auch mit Reformismus zufrieden, wenn es klappt. Ja, jetzt noch ein kleines, ganz sozusagen handfestes Geschenk, Müller-Thurgau-Wein, Pilnitz. Super. Das ist, also wir haben ja zwei Weingebiete im Osten unserer Republik, einmal in Sachsen und einmal in Sachsen-Anhalt. Das ist sächsischer Wein. Ich hoffe, er enthält nur die guten Seiten von Sachsen. Herzlichen Dank. Danke dir.